Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum Grundkurs Wärmewende Teil 1. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sabine Drewes. Ich bin Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wärmeplanung war bis vor wenigen Jahren ein Nischenthema. Das hat sich grundlegend geändert. Die Wärmewende ist ins Zentrum des politischen Diskurses gerückt. Der Zusammenhang ist uns allen bewusst. Der Krieg gegen die Ukraine hat die Verteuerung fossiler Brennstoffe explodieren lassen und sowohl der Wunsch nach Unabhängigkeit von fossilen Energien als auch die Klimakrise machen eine schnellere Transformation des Wärmemarktes notwendig. Das strategische Instrument dazu ist die Wärmeplanung. Es gibt zwei Bundesländer, die bereits Wärmeplanung umsetzen. Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland in seinem Klimaschutzgesetz eine kommunale Wärmeplanung vorgeschrieben für Stadtkreise und große kreisfreie Städte bis Ende 2023. Und auch auf Bundesebene gibt es Überlegungen zur Einführung einer verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung. Wie Wärmeplanung jetzt tatsächlich funktioniert, das erklärt uns heute Raphael Grusek. Raphael Grusek war zuvor im Stromsektor tätig, bevor er in die Wärme wechselte. Er wird heute unterstützt von seinem Kollegen Steffen Petruch, der in diesem Kurs die Chatbetreuung und die Frage-Antwort-Betreuung macht. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal an die Lea. Und ich bitte jetzt Raphael Grusek mit seiner Präsentation zu starten. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank überhaupt erstmal für Ihr Interesse, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, um sich ein bisschen zum Thema Wärmeplanung zu informieren. Genau, ich möchte mit Ihnen in der nächsten halben Stunde so einen kleinen ersten Input machen, dann haben wir Fragen und dann kommt nochmal ein zweiter Input. Erstmal zu mir ganz kurz. Ich bin von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg. Wir sind hier im Land Baden-Württemberg als regionale Beratungsstelle zur kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Das heißt, hier in der Region, unseren Landkreis, da betreuen und begleiten wir unsere Kommunen dabei, die kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Weil für die meisten Kommunen ist das eben ein ganz neues Thema. Die haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Und wir begleiten dann eben sehr viele Kommunen auf diesem Weg dahin. Und gibt dann gewisse Synergien dadurch. Genau, und das, hoppala, dann fangen wir doch einfach schon ganz konkret damit an. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit einer kommunalen Wärmeplanung? Was ist der Grund da hinten dran? Moment. So, jetzt. Genau. Wenn wir uns den Endenergieverbrauch in Deutschland anschauen, dann sehen wir, okay, 28% der Wärme ist Raumwärme, 6% ungefähr ist Warmwasser. Also auch hauptsächlich in privaten Haushalten, 22% ist Prozesswärme und damit ist die Wärme über die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Das heißt, das ist der ganz wesentliche Teil. Danach haben wir hier nochmal einen sehr großen Teil mechanische Energie, da fällt zum Beispiel auch die Mobilität drunter und IKT und Kälte und so weiter ist hier ein sehr, sehr kleiner Anteil. Und wenn wir uns in den letzten Jahren eigentlich von Energiewende geredet hatten, dann haben wir hauptsächlich von Stromwende gesprochen. Das heißt, da waren wir hauptsächlich in diesem kleinen Teil unterwegs, während wir die große Wärmewende, die über 50% der Energie ausmacht, gar nicht angeschaut haben. Und gerade wenn ich jetzt nochmal in private Haushalte reingehe, das ist das Ganze eigentlich noch viel extremer. Da macht die Raumwärme 68% der Wärme aus, das Warmwasser 16%. Und damit haben wir 84% der Energie im privaten Haushalt, das für die Wärmegewinnung verwendet wird. Und Stromanwendungen sind dann eben nur 5%. Und als die klassischen Stromanwendungen haben wir eben noch ein bisschen Kälte und so weiter. Man kennt es ja, Kühlschrank. Das heißt, wenn wir zu Hause irgendwie Energie sparen wollen, wenn wir da klimaneutral werden wollen, dann ist der Wärmesektor wirklich der allerwichtigste. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, okay, was haben wir eigentlich in den letzten Jahren da gemacht? Sind wir da vorangekommen? Im Strombereich, Energiewende, haben ja alle mitbekommen. Da sind wir inzwischen bei über 50% Erneuerbare. Da wurde jetzt ein klarer Plan postuliert, okay, wie wir bis 2030 auf 80% Erneuerbare kommen, 2035 sogar klimaneutral im Strombereich. Aber wie sieht das eigentlich im Wärmebereich aus? Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Wenn man sich das anschaut, muss man leider sagen, nicht so viel. Anfang der 2000er Jahre waren wir bei so rund 5%. Jetzt im Jahr 2022 sind wir vielleicht so bei 16% erneuerbare Energien. Wenn wir mit diesem Tempo weiter so machen, werden wir im Jahr 2100 erst bei 60% erneuerbare Energien sein. Das ist natürlich sehr, sehr langsam.
In Baden-Württemberg haben wir uns dieses Ziel hier gesetzt. Da haben wir gesagt, bis 2040 muss ganz Baden-Württemberg klimaneutral sein. Das heißt auch der Wärmesektor komplett klimaneutral ohne Kompensation. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ja gut oder knapp 18 Jahre Zeit für die restlichen 85% Wärme. Und das ist natürlich eine ziemlich sportliche Herausforderung. Und da kann man sich schon fragen, wie kommen wir jetzt dahin? Kommen wir einfach so dahin, indem wir weitermachen wie bisher, indem wir weiterhin irgendwie einzelne Schritte machen, unkoordiniert und schauen irgendwie, ja, mal ein bisschen da was optimieren, mal ein bisschen dort was optimieren? Oder brauchen wir da irgendwie wirklich einen ganz anderen Ansatz? Und genau das ist die kommunale Wärmeplanung. Da sagen wir an und für sich, wir brauchen jetzt hier einen massiven Knick, wir brauchen eine massive Beschleunigung an dieser Stelle, dass wir schneller zu erneuerbaren Energien kommen. Wie können wir das bewerkstelligen? Wir brauchen irgendein Instrument dafür. Genau das soll die kommunale Wärmeplanung sein. Das heißt, durch die kommunale Wärmeplanung werden wir dadurch in die Lage versetzt, da am Ende eine wesentlich schnellere Wärmewende umzusetzen, dass eben alles hier erneuerbar wird. Diese kommunale Wärmeplanung ist eigentlich relativ simpel, ist ein ganz klassischer Analyseprozess. Wir machen zuerst eine Bestandsaufnahme, dann schauen wir, welche Potenziale wir haben, dann stellen wir ein Zielszenario auf und am Ende definieren wir einzelne Maßnahmenpakete, wie wir dieses Zielszenario erreichen. Da Wärmewende ein recht komplizierter Prozess ist, sollten wir dabei auch alle Akteure und Bürger mitnehmen und am Ende kommen wir am besten auf Planungssicherheitsstand raus, haben eine höhere Lebensqualität und haben eben wirklich einen Vorteil für alle. So, was ich ganz häufig erlebt habe, ist, wenn wir darüber sprechen, dass den meisten noch nicht mal bewusst ist, wie überhaupt so eine klimaneutrale Wärmeversorgung aussehen kann. Daher wollen wir uns damit gleich zuallererst anschauen und erst dann im zweiten Schritt hier diese Details anschauen. Genau, hier haben wir kurz Tagesordnung. Das heißt, jetzt zuerst vor der Pause schauen wir uns an, was sind eigentlich die Potenziale für eine klimaneutrale Wärmeversorgung? Wie kann dann so ein klimaneutrales Zielszenario aussehen? Und nach der Pause schauen wir uns an, wie läuft die kommunale Wärmeplanung ab und schauen ganz kurz auf einige Beispiele für eine kommunale Wärmeplanung, dass man da einen Eindruck hat. Diese Veranstaltung heißt ja Teil 1, impliziert so ein bisschen, dass es auch einen Teil 2 gibt. Der Teil 2 findet am 15.11., also in einer Woche statt, zur selben Uhrzeit. Und da werden wir uns dezidiert nochmal damit auseinandersetzen, welche Akteuren und Strukturen gibt es, beziehungsweise braucht es für die Umsetzung der Wärmewende, wie sehen die Wärmenetze für eine klimaneutrale Zukunft aus. Und auch so Grundsätze, wie wollen wir eigentlich, wenn wir neue Wärmenetze bauen, wie wollen wir die ausgestalten? Was ist da wichtig? Worauf muss man da achten? Umgekehrt heißt das aber auch, wenn das die Punkte sind für die für den zweiten Termin, sind das eher die Punkte, die wir heute eher weniger besprechen werden. Genau, damit fangen wir dann auch schon direkt an, jetzt hier mit dem ersten Teil. Woher kommt unsere Wärme? Wie können wir eine klimaneutrale Wärmeversorgung aufbauen? Und was ich jetzt hierfür machen will, ist, dass ich vier verschiedene Szenarien vorstellen will und die einfach mal beispielhaft anschauen, um zu schauen, wie realistisch ist das, wenn wir das in ganz Deutschland so denken, und zwar sowohl in den kleinen Kommunen bis hin auch in den Großstädten. Und welche Szenarien sind vielleicht eher unrealistisch? Welche Probleme haben wir wo? Wie können wir diese Probleme angehen? Und daher schauen wir uns einfach jetzt mal grob Szenarien an. Um das einfach kurz vorwegzunehmen, die vier Szenarien sind eine gasbasierte Wärmeversorgung, eine Wärmeversorgung auf Biomassebasis, Wärmenetze und Wärmepumpen. Und dann schauen wir uns doch einfach schon mal das mit der Gasversorgung an. Ja, in dieser Grafik hier haben wir den Neubau von Heizungen. Und zwar links einmal für Bestandsheizung und rechts für Neubauheizung. Und zwar hier links bei den Bestandsheizungen von 1998 bis 2020, und zwar in dunkelblau, sind die Gasheizungen eingebaut. Und wir sehen, ja, in den letzten Jahren wurden es immer mehr Gasheizungen. Man hat sich darüber gefreut, weil die Ölheizungen immer weniger wurden. Aber man hat ja tatsächlich dieses Problem, Erdgas ist nicht klimaneutral. Wenn wir Erdgas zusammen mit den Methanemissionen bewerten, sind solche Erdgasheizungen ähnlich klimaschädlich wie Ölheizungen. Das heißt, das bringt uns erstmal nicht so viel weiter. Im Neubau sehen wir, dass hier in den letzten Jahren immer mehr so ein hellblaues dazukam. Das sind die Wärmepumpen. Die waren jetzt letztes Jahr das erste Mal bei über 50% der Neubaugebäude. Aber man muss auch umgekehrt sagen, dass immer noch 20-30% der Neubaugebäude mit Gasheizung versorgt wurden. Das heißt, Gas ist eigentlich die Technologie, auf die wir in den letzten Jahren gesetzt haben. Ja, was die Probleme mit Erdgas, das haben wir in letzter Zeit alle nur zu gut mitbekommen. Wir haben eine große Importabhängigkeit, wo
wodurch jetzt gerade die Preise leider durch die Decke gehen. Und ich glaube, das ist selbst für Leute, die wirklich eine Wärmewende wollen haben, Wärmewende umsetzen wollen, wesentlich schneller und wesentlich massiver, wie wir uns das haben jemals vorstellen können, noch gewünscht haben. Aber man muss auch ehrlich sagen, wäre das jetzt nicht so in dieser Form gekommen, dann hätten wir in den nächsten Jahren steigende CO2-Preise gehabt. Das heißt, allein, dass jetzt der Erdgaspreis steigt, ist nicht der einzige Grund, dass wir weg müssen vom Erdgas, sondern sonst hätten wir zum Beispiel Druck über den CO2-Preis aufgebaut. Es kommt auch weiterer Druck in Zukunft. Zum Beispiel soll ab 2024 ein Gesetz vom Bundesgesetzgeber kommen, dass bei jeder neu eingebauten Heizung mindestens 65% erneuerbare Energien verwendet werden müssen, wenn die Heizung neu eingebaut wird. Das betrifft sowohl Bestand wie auch Neubau. Und das heißt, eine klassische Gasheizung kann ich dann gar nicht mehr einbauen. Genauso wenig auch eine Ölheizung. Das heißt, ich werde wirklich gezwungen, andere Lösungen zu verwenden. Und das ist ja auch tatsächlich sinnvoll, weil eine Gasheizung hat 20 Jahre Lebensdauer. Wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, ja, dann wird es die höchste Zeit, dass wir keine fossilen Heizungen mehr einbauen. Und im Endeffekt, ja, Gasheizungen leisten keinen Beitrag zur Klimaneutralität bei. Jetzt hören wir ganz häufig, ja, ich kann ja auch Wasserstoff verwenden. Ich kann in diesen Heizungen auch sehr gut Wasserstoff verwenden. Und da möchte ich einmal ganz kurz so ein bisschen auf das Thema Wasserstoff eingehen. Und zwar, wenn wir von erneuerbarem Wasserstoff sprechen, reden wir eigentlich immer von Wasserstoff, der mit Hilfe von Strom erzeugt wird. Und daher schauen wir uns auch einmal kurz an, was kann ich denn mit Strom machen? Das hier ist eine Grafik vom Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und dann nehmen wir uns hier einfach erstmal diese zweite Spalte, das ist das Einfachste. Direkte Stromnutzung und ein Elektrokessel. Elektrokessel kennt man jetzt nicht so den Begriff beim Heizen. Viel eher bekannt sind Nachtspeicheröfen. Genau, dann nehme ich meinen direkten Strom, habe einen Wirkungsgrad von 95%. Das heißt, bei einer Kilowattstunde Strom, die ich reinstecke, kriege ich 0,95 Kilowattstunden Wärme raus. Ich könnte jetzt alternativ den Strom auch in eine Wärmepumpe stecken. Wenn ich das mache, nehme ich eine Kilowattstunde Strom und kriege aber nochmal 2 bis 3 Kilowattstunden Wärme aus der Umwelt. Zum Beispiel aus der Luft, bei einer Luftwärmepumpe oder aus der Erde, bei einer Erdwärmesonde. Und habe dann plötzlich einen Wirkungsgrad von 300%, vielleicht 400%. Das heißt, ich tue aus einer Einheit Strom gleich 3 bis 4 Einheiten Wärme machen. Das sehe ich hier unten. Ich kann jetzt auch mit dem Strom Wasserstoff herstellen. Da habe ich erstmal Wirkungsgradverluste, wenn ich den Wasserstoff herstelle. Das wird jetzt hier in dieser Grafik, die übrigens vom Sachverständigenrat für Umweltfragen ist, mit 67% angenommen. Und wenn wir jetzt mit diesem Wasserstoff in den Brennwertkessel reingehen, ja, dann habe ich wieder Wirkungsgradverluste, weil dieser Wasserstoff natürlich verbrannt werden muss. Und dann komme ich vielleicht hier so auf 64% raus, sagen wir mal roundabout 60%. Und wenn wir jetzt diese 300% hier mit den 60% hier vergleichen, dann sehen wir, da ist ein Faktor 5 dazwischen. Und diesen Faktor 5, den müssen wir zusätzlich produzieren. Gerade im Winter bedeutet das sozusagen ein Faktor 5 an Windrädern, weil wir haben im Winter, bringen uns die PV-Anlagen nichts. Und auch wenn wir das importieren, weil wir merken, dass wir gar nicht so viel Wasserstoff hier erzeugen können, stellt uns das natürlich auch vor massive Probleme. Beim Import ist eigentlich am praktischsten, wir schauen mal, wer braucht denn eigentlich alles Wasserstoff? Da gibt es hier eine sehr, sehr gute Grafik, die erarbeitet wurde mit der Fragestellung, welche Anwendungen brauchen unbedingt Wasserstoff? Wo ist es unumgänglich? Das ist ganz oben in grün. Und bei welchen Anwendungen sagen wir eher, ja, da haben wir eigentlich gute Alternativen. Unumgänglich ist zum Beispiel zuallererst ganz oben Düngemittel, Ammoniak. Ammoniak wird ja sogar als Wasserstoff, als Möglichkeit zum Wasserstofftransportieren gehandelt. Genau, da kommen wir nicht drum herum. Da ist es wirklich am allersinnvollsten, Wasserstoff zu verwenden. Aber auch bei anderen Sachen wie Stahlherstellung, chemische Rohstoffe oder in der Überseeschifffahrt, das sind Dinge, da brauchen wir Wasserstoff. Auch zum Beispiel im Stromsektor für die Dunkelflaute, auch da werden wir Wasserstoff brauchen. Aber es gibt andere Anwendungen, die können wir eben sehr, sehr gut ohne Wasserstoff machen. Das insbesondere hier unten in der letzten Zeile, zum Beispiel Brennstoffzellen-PKWs oder Produktion von E-Fuels. Aber auch so Dinge wie Regelleistung im Stromsystem, wo ich stattdessen einfach Batterien verwenden könnte. Und hier in der zweituntersten Zeile ist schon die Wohnraumwärme, die eben auch nicht wirklich sehr sinnvoll ist. Das heißt, da sehen wir eben auch ganz klar hier, okay, es gibt wesentlich bessere Anwendungsfälle für Wasserstoff. Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass ja Wasserstoff nicht im Überschuss vorhanden sein wird, sondern es wird ein sehr, sehr knappes Gut sein. Und am Ende wird der am meisten dafür bezahlt, den Wasserstoff bekommen. Und die Industrieunternehmen, die werden es bereit sein, weil sonst werden sie nicht klimaneutral werden können. Und die Industrieunternehmen können die Kosten weiterreichen. Das sind keine Letztverbraucher. Die können die Kosten einfach an einen Dritten weitergeben. Und ja,
dann wird der Stahl etwas teurer, aber das ist kein Weltuntergang. Ich als Wärmeverbraucher, als Endkunde, als Privatperson kann die Kosten keinem weiterreichen. Das heißt, ich bin viel preissensibler, weil meine Rente steigt nicht, nur weil ich teuren Wasserstoff brauche. Und dann kommen wir jetzt hier schon zum Fazit vom ersten Szenario. Oder erstmal vom Wasserstoff. Genau, der ist ineffizient und teuer und wenig verfügbar und wir brauchen ihn vor allem für die Industrie. Das heißt, eine gasgebundene Wärmeversorgung im Individuellen, dass ich zu Hause meine Gasheizung auf Wasserstoff umstelle, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das ist zum Beispiel auch die Landesregierung in Baden-Württemberg sehr, sehr eindeutig, wo dann Staatsminister auch ganz klar davon redet, wir werden keinen Wasserstoff in der Wärmeversorgung verplempern. Ne? Zumindest nicht beim Individuum. Als zweites schauen wir uns mal das Szenario Biomasse an. Und da ist natürlich auch wieder eine gute erste Frage, wie viel Biomasse verwenden wir denn eigentlich aktuell? Wir haben aktuell im Wohnungsbestand ungefähr 50% wird mit Erdgas gemacht, ein Viertel mit Öl, 15% mit Fernwärme. Und diese Fernwärme ist wiederum auch ganz häufig mit Kohle oder Gas gebunden. Das heißt, wir sehen, wir haben hier zum Großteil immer noch fossile. Aber auch 6% sind durch Biomasse. Aber es sind halt auch nur 6%. Also das heißt, wenn jetzt die Pelletindustrie sagt, ja, wir haben noch riesige Kapazitäten übrig, ja, wunderbar, freuen wir uns, wir brauchen alle Unterstützung für die Wärmewende, die wir finden können. Aber selbst wenn es halt eine Verdopplung oder Verdreifachung ist an Biomasse, die es ziemlich sicher nicht ist, selbst dann kommen wir halt nur auf 20% der Wärmeversorgung. Das heißt, das reicht nicht. Das können wir auch zum Beispiel hier sehen, am Beispiel für die Flächeneffizienz. Wie effizient ist es denn, wenn ich mit Biomasse Energie erzeugen will? Da habe ich hier unten den Flächenertrag mit Biomasse oder Bioethanol, also zum Beispiel Maisherstellung, erzeuge ich 3,5 Kilowattstunden thermisch pro Quadratmeter pro Jahr. Bei der Photovoltaikanlage sind es schon 60 Kilowattstunden, wobei das dann sogar Strom ist, nicht nur thermisch. Und bei der Solarthermie reden wir von über 150 Kilowattstunden. Viele Studien sagen auch Richtung 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Das heißt, wir haben dann eine viel höhere Flächeneffizienz, Faktor 40 mal mehr. Das heißt, wenn wir irgendwie überlegen müssen, wie stellen wir unsere Wärmeversorgung sicher, ist eben klar, umso mehr Biomasse wir drin haben, umso mehr Flächen brauchen wir. Und mit anderen Technologien brauchen wir viel weniger Flächen. Das haben wir uns auch mal für unseren Landkreis Ludwigsburg näher angeschaut. Wie würde das hier aussehen, wenn wir die Wärmeversorgung, und zwar wirklich nur die Wohnraumwärme, auf Biomasse umstellen würden? Ja, wenn wir das mit Biomasse machen würden, dann bräuchten wir ungefähr die anderthalbfache Fläche des Landkreises. Also technisch einfach schon nicht möglich. Wenn wir das Ganze mit Solarthermie machen, ja, dann brauchen wir ungefähr 3% der Fläche und dann wären wir komplett autark, also wirklich auch ohne Stromimporte oder sonst was, weil wir ja dann nicht mal mehr Wärmepumpen haben, die Strom brauchen. Das heißt, das ist wesentlich, wesentlich effizienter. Und ja, natürlich, Landkreis Ludwigsburg ist ein sehr bevölkerungsreicher und auch sehr bevölkerungsdichter Landkreis. Wir können, werden schon ein bisschen Strom importieren können aus anderen Landkreisen oder Bundesländern. Aber von der Grundaussage her ist das ganz wichtig. Wenn wir effizient Flächen nutzen wollen, dann ist eben zum Beispiel Solarthermie wesentlich sinnvoller, wie Mais anzubauen. Ja, und dann hier dazu das Fazit. Ja, Biomasse ist begrenzter und kostbarer Rohstoff. Wir werden es auch in Zukunft eher für Hochtemperaturprozesse brauchen. Das heißt, entweder in der Industrie, wo ja auch teilweise wirklich die Kohlenstoffchemie dann wichtig ist für chemische Kunststoffe, weil ich nur mit Wasserstoff gar keine Kunststoffe herstellen kann. Das heißt, auch da wird Biomasse eine viel größere Rolle spielen. Und wenn im Gebäudebereich, dann eher wirklich bei den schlecht sanierbaren Gebäuden. Also wenn Sie ein denkmalgeschütztes Schloss haben, dann können Sie da sehr gerne eine Pelletheizung einbauen. Aber wenn Sie jetzt irgendwie vom reinen Mittelhaus reden, dann würde ich da absolut davon abraten. Da finden wir bessere Technologien. Genau. Aufgrund der Flächeneffizienz können wir einfach mit Biomasse nicht die komplette Wärmeversorgung klimaneutral gestalten. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Szenario, Wärmepumpen. Wärmepumpen hatte ich ja vorher schon kurz angesprochen. Da nehmen wir eine Kilowattstunde Strom und dann eben Umweltwärme und erzeugen damit Wärme. Diese Umweltwärme können ganz unterschiedliche Quellen sein. Was wir in letzter Zeit sehen, ist, dass hauptsächlich Luftwärmepumpen sind. Das werden sogar immer mehr. Es sind inzwischen über 80% der verbauten Wärmepumpen, Luftwärmepumpen. Es gibt aber auch viele andere Wärmequellen, die gut geeignet sind, zum Beispiel Erdwärmesonden. Bei Erdwärmesonden
habe ich auch nicht mehr die Emissionen durch den Lüfter. Das heißt eigentlich vorteilhaft. Aber ganz häufig habe ich Probleme, dass ich keine Aufstellflächen finde oder dass ich nicht in den Garten reinkomme, zum Beispiel bei Reihenhäusern, weil ich durch die Grundstücke der Nachbarn durch müsste oder die Grundstücke sind zu schmal. Im öffentlichen Raum, je nachdem, finde ich gar nicht den Platz. Ich könnte nur unter die öffentliche Straße. Das heißt, die Stadt müsste das zuerst überhaupt erlauben, dass ich da eine Erdwärmesonde bohren kann und so weiter. Aber auch zum Beispiel Wärmepumpen in Wärmenetzen ist auch eine ganz wichtige Fragestellung, wo ich plötzlich andere Quellen nutzen kann. Kann ich zum Beispiel große Grundwasserbrunnen machen, wo ich danach das Grundwasser, nachdem ich Wärme da rausgezogen habe, wieder einleite? Oder aus der Abwärme, aus der Industrie, aus Rechenzentren kann ich Wärme rausnehmen mit den Wärmepumpen und so eben nutzbar machen. Das Gute ist bei Wärmepumpen, dass wirklich eine Technologie, die klimaneutral wird. Ja, der Strom ist noch nicht 100% klimaneutral, aber wir können eben fest davon ausgehen, dass er in den nächsten Jahren klimaneutral wird. Und daher, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe einbaue, dann habe ich diesen Schritt, was die Wärmeerzeugung angeht, schon mal gut. Problem bei Wärmepumpen ist halt vor allem in der dichten Bebauung. Und zwar eben insbesondere für die Luftwärmepumpen. Die anderen Wärmepumpen haben da eigentlich gar kein Problem, aber die meisten und auch gerade als Einzelperson kann ich eigentlich ganz häufig nur eine Luftwärmepumpe einbauen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn ich jetzt so eine Innenstadt hier nehme, das ist jetzt ein Bild aus Köln und sehe hier sehr, sehr viele Gebäude, wo will ich hier eine Luftwärmepumpe hinstellen? Beziehungsweise genau genommen brauche ich nicht nur eine, sondern ich brauche für jedes Gebäude eine einzelne. Das sind 30, 40 Luftwärmepumpen. Wenn ich die alle in den Innenhof reinstelle, habe ich sehr hohe Schallemissionen da, weil gerade wenn es kalt ist, minus 12 Grad, werden die alle gleichzeitig laufen und da finde ich kaum Platz. Anderes Bild, das hier, das ist auch Köln. Hier Einfamilienhaussiedlung. Ich habe große Gärten hinten raus mit viel Gestrüppbäumen und so weiter. Hier vergeht der Schall einfach und ich störe niemanden. Ne? Wenn ich hier meine Luftwärmepumpe aufstelle, das stört niemanden und ist gar kein Problem. Das heißt, ja, abhängig davon, wie die örtliche Lage ist, sind Luftwärmepumpen was sehr Gutes und im dichter bebauten Gebiet brauchen wir eher eine andere Alternative. Diese andere Alternative, das sind vor allem dann die Wärmenetze. Das Gute bei Wärmenetzen ist, ich kann verschiedene Wärmequellen nutzen. Schon die vorher angesprochene Freiflächensolarthermie. Ich kann auch Wärmepumpen nutzen mit verschiedenen Umweltwärmequellen. Ich kann industrielle Abwärme nutzen. Ich kann im Zweifelsfall für die Spitzenlast auch mal eine Biomasseerzeugung nutzen oder eben auch, wenn wir Strommangel haben, ein BHKW betreiben, sodass ich Strom einspeisen kann, während ich gleichzeitig Wärme produziere. Das heißt, Wärmenetze können multivalent betrieben werden mit vielen verschiedenen Wärmequellen und haben dadurch ganz große Vorteile. Und selbst wenn ich jetzt auf eine Technologie setze, wo sich herausstellt, in 5 Jahren, 10 Jahren ist nicht das Beste, zum Beispiel ich baue jetzt noch kurzfristig ein Erdgas-BHKW ein, weil ich sage, ist wenigstens effizient. Wenn ich mir jetzt aber schon Gedanken mache, wie dieses Netz klimaneutral wird, dann kann ich später diese einzelnen Wärmeerzeuger wegnehmen und einen neuen klimaneutralen Wärmeerzeuger hinbauen. Ich muss nicht mehr in jedes Haus einzeln reingehen und da die Heizung austauschen. Dadurch wird es viel einfacher. Mit Wärmenetzen habe ich wieder diesen großen Vorteil, dass ich eine räumliche Trennung zwischen Energieerzeugung und Verbrauch habe. Das haben wir ja, sind wir heute eigentlich komplett gewohnt, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Mit Erdgas oder auch Erdöl bringe ich Energie in die dichten Stadtbebauung rein, von weit außerhalb, teilweise von anderen Kontinenten. Und mit Wärmenetzen, ich kann zwar nicht von weit kommen, aber einige Kilometer über die Stadtrandgrenze hinaus kann ich eben schon die Wärme transportieren und das hat dann gewisse Vorteile. Auch habe ich Vorteile durch die Skaleneffekte, durch größere Wärmeerzeugungsanlagen. Also zum Beispiel eine Wärmepumpe im Abwasserkanal werde ich niemals nutzen können als Privatperson, weil mein Haus viel zu wenig Wärme dafür verbraucht. Das lohnt sich nicht. Aber für ein Wärmenetz ist das natürlich sehr, sehr sinnvoll, dass ich sage, okay, ich nutze auch die Wärme aus dem Abwasserkanal. Wenn ich damit gleich ganz viele Häuser versorge, das ganze Großbau, dann ist das wirklich eine sehr wirtschaftliche Herangehensweise. Wärmenetze haben auch einen ganz großen Vorteil durch die Möglichkeit von einem systemdienlichen Betrieb, dass ich dadurch die Stromnetze unterstützen kann. Möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das ist dann eher was für einen zweiten Teil. Genau, und ich habe eben für die Stadtbevölkerung dadurch eine emissionsärmere Wärmeversorgung. So, was ist jetzt das Fazit aus diesen 4 Szenarien? Dass wir mal so eine erste Richtung bekommen, wohin geht denn diese klimaneutrale Wärmeversorgung? Ja, Gas wird für Raumwärme zu teuer sein. Und wir haben weiterhin die Abhängigkeit, gerade auch Wasserstoff, wenn wir ihn importieren. Und bei Erdgas haben wir jetzt auch schon heute sehr hohe Kosten und CO2-Preis. Das heißt, das wird nicht Teil der Lösung sein. Biomasse bleibt nur begrenzt verfügbar. Wir werden das in gezielten einzelnen Sachen verwenden können, aber eher in Hochtemperaturprozessen. Und wir werden einfach nicht
ja, ganz Deutschland mit Biomasse versorgen können. Wärmepumpen ist eine sehr gute Lösung. Ist definitiv klimaneutral, aber vor allem sinnvoll bei lockerer Bebauung. Und Wärmenetze passen wunderbar in Ergänzung zu den Wärmepumpen, nämlich eigentlich überall, wo dichtere Bebauung ist, werden Wärmenetze eine sehr wichtige Rolle spielen und sie haben viele Vorteile in der Wärmeerzeugung und sie können nebenbei auch noch das Stromsystem stützen. Das heißt, so als ganz groben, ja, Gedanken ist das so das, womit wir arbeiten müssen. Das wird in jeder Kommune ein bisschen anders sein, deshalb brauchen wir wirklich diese kommunalen Wärmepläne, aber prinzipiell wird es in diese Richtung gehen. Und sozusagen genau dieses Ergebnis sehen wir jetzt auch hier. Das hier ist der Energieplan aus Freiburg. Und zwar sind hier in Blau Gebiete eingezeichnet, wo sie sagen, ja, da kommen auf jeden Fall Wärmenetze hin. In Orange sind eher Bereiche eingezeichnet, wo sie sagen, ja, das wird eher Bereiche für individuelle Wärmeerzeuger sein, also insbesondere Wärmepumpen mit Umweltwärmequellen. Da draußen in der lockeren Bebauung habe ich auch viel mehr die Möglichkeit, Erdwärmesonden zu nutzen. Und hier im gelben Bereich nutze ich eben, ist es irgendein Mischgebiet. Da muss ich ja nochmal im Detail schauen, wo kommt da jetzt die Wärmepumpe hin, wo macht ein Wärmenetz, vielleicht auch eine kleine Wärmenetzinsel, die gar nicht an das Hauptwärmenetz angeschlossen ist. Das wird man da im Detail sehen. So, jetzt habe ich eigentlich großspurig angekündigt, ich rede über das, wie unsere klimaneutrale Wärmeversorgung aussehen wird. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was habe ich nicht betrachtet? Naja, ich habe zwei ganz große Bereiche nicht betrachtet. Ich habe nämlich jetzt nur den Konsistenzansatz betrachtet. Der Konsistenzansatz, wie erzeuge ich eben klimaneutrale Wärme? Aber mindestens genauso wichtig ist auch der Effizienzansatz. Wir müssen die Gebäude dämmen und die Wärmeverluste reduzieren. Weil wenn nicht, werden wir einfach nicht genügend Potenziale haben, um genügend klimaneutrale Wärme zur Verfügung zu stellen. Und auch das Dämmen hat eben viele Vorteile, dann wird auch die Wärmepumpe effizienter. Also ich brauche nicht nur weniger Wärme, sondern ich brauche noch mal weniger Strom. Aber auch der Suffizienzansatz, über den müssen wir uns auch sehr viel mehr Gedanken machen, wie wir es heute schon tun. Also sämtliche Effizienzgewinne, die wir in den letzten Jahren hatten, haben wir wieder verloren durch mehr Wohnraum pro Person. In den 90er Jahren lagen wir bei so rund 30 Quadratmeter pro Kopf. Jetzt liegen wir bei rund 50 Quadratmeter pro Kopf. Das heißt, zu zweit in einer 100 Quadratmeter Wohnung ist man im Durchschnitt, noch nicht überdurchschnittlich, erst im Durchschnitt. Und wenn das so weitergeht, werden wir natürlich ganz viele Bemühungen, die wir eigentlich in Klimaschutz reinstecken, nur in noch größere Wohnungen und Häuser reinstecken. Und das führt nicht zum Ziel. Das heißt, auch da müssen wir gesellschaftlich viel mehr darüber diskutieren, wo die Reise hingeht. So viel jetzt erst einmal. Jetzt bin ich sehr gespannt, was für Fragen Sie haben. Ja, vielen Dank für diesen ersten Teil. Wir haben einige Fragen hier bekommen in dem Frage- und Antwort-Tool, aber machen Sie gerne trotzdem weiterhin davon Gebrauch, Ihre Fragen zu stellen. Es war vorhin auch eine Wortmeldung da, die ist inzwischen wieder verschwunden, aber Sie können sich gerne auch hier einschalten und persönlich Ihre Fragen stellen. Wir haben einige Fragen zum großen Ganzen, zu der Grundsatzfrage zum einen, warum betrachten wir hier schwerpunktmäßig Wärmenetze und nicht die Energieeffizienz als erstes, weil das ja eigentlich der Hebel ist, mit dem man dieses Thema angehen sollte, waren circa zwei Fragen, die sich in diese Richtung bewegt haben. Was würdest du dazu sagen, Raphael? Ja. Ja, okay, gut. Genau, also vollkommen richtig. Effizienz ist immer ist mindestens genauso wichtig und wir müssen mit dem Energiebedarf runter. Wir sehen es eben auch, dass viele Lösungen ohne Effizienz gar nicht so richtig gut funktionieren. Also eine Wärmepumpe in einem komplett unsanierten Haus ohne Heizkörpertausch und nichts macht nicht so richtig viel Spaß. Wir kriegen die aber auch natürlich in einem Haus verwendet, wenn wir wenigstens die Heizkörper austauschen, was nicht saniert hat. Aber es ist einfach viel wirkungsvoller, wenn wir das Haus zuerst sanieren. Wir brauchen dann viel weniger Strom. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt eine strategische Planung machen. Wie werden wir Häuser in Zukunft mit Wärme versorgen? Und wenn ich sage, ich zum Beispiel als Kommune sage, ich möchte Wärmenetze aufbauen, da muss ich das jetzt angehen. Das ist nicht kurzfristig darstellbar. Das heißt, da müssen wir jetzt die Weichen stellen. Hingegen die Häuser sanieren, das kann jeder für sich selber machen. Das kann jedes Haus einzeln passieren. Da brauche ich nicht diese Weichenstellung. Und für diese Weichenstellung müssen wir jetzt vor allem über Konsistenzansätze reden, dass eben klar ist, welche Häuser werden sich ans Wärmenetz anschließen in Zukunft und welche Häuser werden eben eher durch individuelle Arten versorgt werden.
Ja, darauf aufbauend gibt es noch eine weitere Frage von Ulrich Meyer, und zwar die Frage, wie Wärmepumpen im schlecht gedämmten Altbau bewertet werden. Genau, also prinzipiell sind Wärmepumpen im schlecht gedämmten Altbau prinzipiell möglich. Man muss ein bisschen aufpassen, bis zu welchem Wert, ne? Also den Wert, den ich so kenne, ist so bis 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr ist das darstellbar. Wenn wir jetzt drüber hinausgehen, wird es wohl langsam schwierig. Auch bis dahin, wir brauchen nicht zwingend Fußbodenheizung, sondern es reicht, dass wir die Heizkörper vergrößern. In der kommunalen Wärmeplanung sind wir tatsächlich, wir planen zwar meistens auf Hausebene, aber wir gehen trotzdem nicht so tief ins Haus rein, dass wir schauen, welche Änderungen an dem Haus notwendig sind, sondern wir schauen eher, welche Potenziale sind da und wie kann ich die eben auf die Gebäude machen. Und es ist dann klar, wenn ich Häuser, unsanierte Häuser aus den 60ern, 70ern habe, haben die erstmal eine hohe Vorlauftemperatur in den Heizkörpern. Und wenn ich da Wärmepumpen einbaue, weiß ich, dass die Jahresarbeitszeit nicht so gut ist. Wenn ich die Häuser irgendwie sage, okay, zum Beispiel sie werden saniert, kann ich da auch bessere Werte annehmen. Das heißt, ich muss das zusammendenken, aber ganz so tief gehe ich in der kommunalen Wärmeplanung nicht rein. Trotzdem vielleicht noch eine Anschlussfrage zu diesem Komplex. Wie sind denn Wärmepumpen, also eignen sich Luftwärmepumpen und Solarthermie als alleinige Wärmequelle für ein Einfamilienhaus im Winter? Wärmepumpen und Solarthermie. Wärmepumpen, genau. Luftwärmepumpen. Genau, also prinzipiell die Luftwärmepumpe auf jeden Fall. Wenn eine Luftwärmepumpe, würde ich von Solarthermie abraten, sondern eher Photovoltaik empfehlen, weil wenn nicht, habe ich mit der Solarthermie im Sommer große Wärmeüberschüsse. Und diese Wärmeüberschüsse, mit denen kann ich nichts machen, die verpuffen. Bei der Photovoltaikanlage kann ich die Überschüsse ins Stromnetz einspeisen. Das heißt, da habe ich dann den Strom, den ich auch anders nutzen kann, das ist entweder privat oder an andere Akteure weitergeben. Was ganz wichtig ist bei dem Thema Wärmepumpen und Photovoltaik zusammen, ich werde damit nicht autark werden können. Es ist mir nicht möglich, mein Haus damit zu 100% selbstständig zu versorgen. Da hilft mir auch nicht ein großer Batteriespeicher. Wenn, dann wäre eher ein großer Wärmespeicher sinnvoll, der ist viel günstiger. Sondern ich bin dann eben aufs Stromnetz angewiesen. Ich bin auf Windräder angewiesen, die im Winter laufen, nämlich dann laufen, wenn ich viel Wärme brauche. Und für die Dunkelflaute brauche ich auch noch das Backup-System vom Stromnetz, wo dann natürlich Wasserstoff am Ende ein bisschen drin ist, aber viel, viel weniger, wie wenn ich individuell dauerhaft eine Wasserstoffheizung laufen hätte. Und ich glaube, das wird ganz häufig verwechselt. Wir wollen möglichst viele lokale Energie erzeugen, aber das heißt nicht, dass das Ziel Autarkie ist, sondern das Ziel ist eigentlich immer nur, alle verfügbaren lokalen Potenziale zu nutzen. Jetzt noch eine Frage im Anschluss zu den Stromnetzen. Wie sieht es denn aus mit der möglichen Überlastung des Stromnetzes bei einem massiven Zuwachs von Wärmepumpen? Genau, das ist gar nicht ganz so einfach zu beschreiben. Also prinzipiell Wärmepumpen können aktuell vom Netzbetreiber, wenn ich einen Wärmepumpenvertrag habe, 2 bis 6 Stunden pro Tag ausgeschalten werden. Das heißt, die allergrößten Spitzen werden abgefangen. Und darauf werden eben die Wärmepumpen und die Wärmespeicher auch ausgelegt, dass das dann eben ohne Probleme funktioniert und meine Wohnung trotzdem die ganze Zeit warm wird, ich trotzdem die ganze Zeit Trinkwarmwasser habe, dass das kein Problem ist. Trotzdem sehen wir eben überall, wo die Siedlungen vollständig mit Wärmepumpen versorgt werden, dass da höchstwahrscheinlich auch die Stromnetze verstärkt werden müssen. Die aktuelle Studienlage sieht ungefähr so aus, nur E-Mobilität, nur das Laden von Autos, dafür müssen wir wahrscheinlich die Stromnetze nicht austauschen. Aber wenn wir großflächige Wärmepumpen haben, müssen wir überall die Stromnetze austauschen. Und da sieht man auch wieder, warum dieser langfristige Planungsansatz ganz wichtig ist. Wir müssen uns jetzt eben darüber klar werden, wo werden wir Tiefbau haben, weil wir die Stromnetze austauschen und wo werden wir eher Tiefbau haben, weil wir Wärmenetze ausbauen. Das muss jetzt geplant werden, damit diese Schritte wirklich in den nächsten 10 bis 15 Jahren umgesetzt werden können. Ja, hier war noch eine Frage, genau zu diesen Tiefbauarbeiten. Und zwar, ob die Neuanlage von Wärmenetzen auch ohne umfassende Tiefbaumaßnahmen im Bestand möglich wäre. Ja, da gibt es leider keine Möglichkeit. Und zwar noch nicht mal sowas wie beim Gasnetz oder Glasfaser, wo man dann die letzten Meter geschossen hat, also die Hausanschlussleitung, sondern wir müssen wirklich Tiefbau bis zur Hauswand, bis zur Kellerwand machen, immer auch im Straßenraum, also der Gehweg ist eigentlich immer zu klein.
Die einzigste Möglichkeit, wo man das so ein bisschen umgehen kann, ist natürlich im Neubau, wo ich das direkt in die Aufsiedlung machen kann, dass ich da direkt mit das Wärmenetz verlege, mit den anderen leitungsgebundenen Versorgungsinfrastrukturen. Aber im Bestand ist das wirklich ein großer Aufwand mit dem Tiefbau. Aber das habe ich eben auch bei den Wärmenetzen. Ist zwar ein bisschen kleiner mit dem Stromnetz, aber steht eben auch vor der Haustür. Ja, hier hat sich Georg Schuchart gemeldet, der eine Wortmeldung hat zum Thema Wärmepumpe und ihn würde ich jetzt gerne zuschalten, bitte. Eine Bitte an die Technik. Georg Schuchart von Kean. Hallo Herr Schuchart, ja, sind Sie schon da? Ja, guten Tag. Ja, Schuchart von der Klimaschutz- und Energieagentur des Landes Niedersachsen im Homeoffice mit den Kindern im Hintergrund. Vielleicht hören Sie die auch, aber ich wollte die Gelegenheit trotzdem nutzen, hier an der Stelle einmal einzuhaken. Ich habe gerade vernommen, dass wie so häufig eine Argumentation oder eine Fragestellung hinsichtlich der Eignung von Gebäuden stattfindet, mit Blick auf die Effizienz der Gebäudehülle oder ähnliches mehr. Da kamen dann 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr als irgendwelche Grenze, als eine Grenze dafür, ob eine Wärmepumpe eingesetzt werden kann. Und ich möchte darauf hinweisen und darum bitten, dass wir an dieser Stelle bei solchen Argumentationen doch präzise sind. Grundsätzlich gilt es bei Wärmepumpen, wenn die effizient arbeiten sollen, schlicht und ergreifend geht es darum, dass die Bereitstellung der Raumwärme bei geringen Temperaturen stattfinden muss. Alle Maßnahmen, die ich im Gebäude ergreife, sei es die Dämmung, die mehrere 10.000 Euro kostet, oder der hydraulische Abgleich, der wenige Euro kostet, die Einstellung der Heizkurve, die gar nichts kostet, oder auch der Tausch einzelner Heizkörper, der vielleicht 1.000 Euro kostet, und letztgenannte sind damit nicht- und geringinvestive Maßnahmen. All diese Maßnahmen können maßgeblich dazu beitragen, dass bereits heute der Einsatz von Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden sehr wohl in einem sehr großen Umfang möglich ist. Und die Gefahr, die besteht, natürlich bei der globalen Debatte, die wir auch in gewisser Weise hier führen, da brauchen wir die Wärmedämmung, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Aber bei der Einzeldebatte, bei der Betrachtung des einzelnen Gebäudes, bei der Beratung eines einzelnen Menschen, der eine einzelne individuelle Situation hat mit individuellen finanziellen Möglichkeiten, dazu sagen, sie müssen erst dämmen, bevor die Wärmepumpe einsetzen können, führt schlicht und ergreifend häufig zu dem einfachen Schluss, naja, da ich die 100.000 Euro nicht auf der Kante habe, wird die Wärmepumpe und damit die Wärmewende auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben und damit ist eine unglaublich große Chance leider verstrichen. Ich möchte an der Stelle nur dafür sensibilisieren, dass wir in dieser Kommunikation doch präzise sind. Danke. Also vollkommen richtig, dieses 200 Kilowattstunden, das hat sich eher auf einen anderen Aspekt bezogen, weil ich ja wirklich trotzdem auch weiterhin die Wärme bereitstellen muss in der Menge. Und jetzt gerade solche Gebäude, also bei uns haben wir sehr wenig Gebäude, die über 200 Kilowattstunden sind. Das sind nicht die Gebäude aus den 60ern, 70ern, sondern vielleicht von der Gründerzeit. Kenne ich eher solche Gebäude, die da mal 300 Kilowattstunden haben. Und wenn ich da ein großes Mehrfamilienhaus habe, komme ich irgendwann an Grenzen, was die Wärmebereitstellung geht, wenn ich jetzt da sage, ich habe kaum Raum, um die Wärmepumpe aufzustellen. Natürlich kann ich das machen, aber wenn ich keinen Platz habe für eine riesige Lüftungsanlage, habe ich dann ein gewisses Problem. Und von der Seite her eher das individuelle Gebäude auf jeden Fall, klar. Und ich glaube, über einen Heizkörpertausch können wir sehr, sehr viel da machen. Das ist auch ganz wichtig. Ich würde sogar auch nochmal zuspitzen, dieses Thema Effizienz von Wärmepumpen, das wird uns nicht nur beim individuellen Gebäude begegnen, sondern es wird uns auf jeden Fall auch beim Wärmenetz begegnen, weil eben auch Wärmenetzen immer mehr mit Wärmepumpen betrieben werden. Das heißt, wir müssen diese Effizienz auf jeden Fall heben, und zwar sowohl in den Häusern, die individuell versorgt werden, wie auch mit Wärmenetzen. Und das heißt, überall müssen wir mit den Vorlauftemperaturen runter, überall müssen wir es den Gebäudeeigentümern möglichst leicht machen, mit niedrigen Temperaturen zu heizen. Und daher, ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für diese Bemerkung und Nachfrage. Ich denke, wir werden auch im zweiten Teil auf dieses Thema nochmal darauf eingehen, welche Gebiete eignen sich schwerpunktmäßig für individuelle Wärmepumpen und welche für Großwärmepumpen in Wärmenetzen.
Vielen Dank, Herr Schuchert. Ich würde jetzt noch mal eine Runde weitermachen mit den hier eingegangenen Fragen. Und zwar zunächst habe ich noch zwei Fragen zum Thema Wärmenetze. Das eine war die Frage, wie sind denn eigentlich die Wärmeverluste in Netzen einzuschätzen, insbesondere bei Netzen, die schon relativ alt sind. Und die zweite Frage zum Thema Wärmenetze wäre, ob auch kalte Nahwärme eine Option wäre. Genau, die Wärmeverluste, das ist gar nicht pauschal zu beurteilen, sondern das hängt wirklich vom einzelnen Wärmenetz ab. Wenn ich jetzt gerade ein Bestandswärmenetz nehme, irgendwie Mannheim, Karlsruhe, das sind Netze, die aber auf 130 Grad im Winter laufen, einfach gedämmt, das sind natürlich recht hohe Wärmeverluste. Gleichzeitig versorgen sie sehr viele Gebäude und da merkt man schon, da muss man sehr tief ins Detail schauen. Und am Ende, ob das ein Problem darstellt oder nicht, ist eher eine Frage von der Form der Wärmebereitstellung. Wenn ich jetzt Tiefengeothermie habe, industrielle Abwärme, die definitiv anfällt, ist das Problem vielleicht weniger, wie wenn ich dafür sehr viel Strom aufwenden muss. Im Neubau, also bei einem neuen Wärmenetz, würde ich auf jeden Fall immer schauen, dass es sehr gut gedämmt ist und dann sind diese Wärmeverluste eigentlich auch überschaubar. Also wir selbst begleiten ein Wärmenetz, ein Niedertemperaturwärmenetz mit nur 55 Grad Vorlauftemperatur im Gebäudebestand und bei dem haben wir es mal überschlagen mit doppelt verstärkten Wärmeleitung hat dieses Wärmenetz so viel Wärmeverluste wie sonst nur die Warmwasserspeicher in den Kellern. Das heißt, die Wärmeverluste sind recht überschaubar, wenn man das Ganze gut macht. Man muss aber die Voraussetzungen schaffen, dass ich überhaupt diese gute Dämmung auch verbaue. Und das sehen wir ganz häufig, dass das nicht passiert von verschiedenen Stadtwerken oder privaten Wärmenetzakteuren, so dass man da wirklich schauen muss, okay, was muss ich denn eigentlich ändern, dass wirklich gut gedämmte Wärmenetze verbaut werden? Und kalte Wärmenetze, mit kalten Wärmenetzen löse ich auf jeden Fall ein Problem, weil ich bekomme Umweltwärme sehr einfach in die Stadt rein, wobei ich relativ große Leitungsdurchmesser habe. Ich verliere aber viele Vorteile von Wärmenetzen, nämlich den Systemdienlichkeit im Stromsektor. Bei minus 12 Grad laufen immer noch alle Wärmepumpen gleichzeitig. Das heißt, ich habe da immer noch auch eine große Belastung der Stromnetze. Und genau das kann ich halt mit warmen Wärmenetzen umgehen. Also wenn ich jetzt wirklich das klassische 12 Grad warme, kalte Wärmenetz nehmen, habe ich einfach gewisse Nachteile. Und da muss ich ganz genau hinschauen, ob sich das lohnt oder eben nicht. Ob ich nicht doch mehr Vorteile habe, wenn ich dieses Wärmenetz ein bisschen wärmer mache. Hier war noch eine Frage von Fred Heyer, ob Wärmenetze oder beziehungsweise kalte Wärmenetze auch im Bestand möglich sind. Ja, nun für sich genauso wie halt auch Wärmepumpen im Bestand möglich sind, kann ich auch das dort verwenden. Also der schöne Vorteil wäre, wenn ich ein kaltes Wärmenetz im Bestand verwende, dass ich bei in jedem Haus einzeln sagen kann, okay, wenn dieses Gebäude mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommt, dann hebe ich eben mit der Wärmepumpe in diesem Haus nur die Temperaturen auf das Niveau, was für dieses Haus notwendig ist. Und das Haus nebendran, wo vielleicht kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, eine höhere Vorlauftemperatur notwendig sind, hat dann einen höheren Hub. Die Wärmepumpe ist weniger effektiv, wodurch die auch wirklich einen Anreiz haben, das zu machen. Aber ich muss halt schauen, ob sich das lohnt. Und gerade auch im Bestand, wenn ich jetzt wirklich hohen Wärmeabsatz habe, stellt sich dann je nachdem auch schnell die Frage von Leitungsquerschnitten, weil ich eben in einem kalten Wärme sehr schnell auch sehr geringe Spreizungen habe, wodurch ich großen Massenstrom habe, was dann einfach gewisse Nachteile hat. Das heißt, ich muss das vergleichen und wirklich intensiv schauen, ob das sinnvoll ist. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was es mit der Spreizung da auf sich hat? Weil ich nicht weiß, ob alle wirklich einen fachlichen Hintergrund hier haben. Auf jeden Fall. Genau, Spreizung ist die Differenz zwischen der Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Also prinzipiell im Wärmenetz kann man sich vorstellen, da läuft eine Leitung mit warmem Wasser zum Gebäude hin, erwärmt dort das Gebäude. In der Übergabestation wird die Wärme übergeben an das Haus und das abgekühlte Wasser fließt wieder zurück. Und die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ist die Spreizung. Und ja, umso größer die Spreizung ist, umso mehr Wärme kann ich transportieren mit demselben Massenstrom, also mit einem Liter Wasser, was dann durch diese Leitung geht. Und wenn ich hingegen eine geringe Spreizung habe, dann brauche ich viel mehr Wasser. Ich brauche mehr größere Leitungsdurchmesser, höhere Kosten, höhere Wärmeverluste, hat dann einfach verschiedene andere Probleme. Ja, da ist noch gerade eine Frage gekommen, die dazu gut passt, und zwar, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Rücklauftemperatur in Wärmenetzen zu senken?
Ja, das geht jetzt alles schon sehr tief Richtung Wärme und so, was ich jetzt hier bei dieser Veranstaltung noch gar nicht gedacht hatte, sondern eher das bei der nächsten gemacht hätte. Ja, niedrige Rücklauftemperaturen kann man auch wieder nicht ganz pauschal sagen. Also sehr einfacher Trick ist, wenn die Vorlauftemperatur hoch ist, kann ich mit der Rücklauftemperatur etwas runtergehen. Das ist aber nicht unbedingt Sinn der Sache, wenn ich eine Wärmepumpe verwende. Und dann ist es wirklich hydraulischer Abgleich. Ich muss schauen, dass die Heizkörper optimal eingestellt sind. Ich muss an der Trinkwarmwasserbereitung schauen, dass ich hier vielleicht im besten Fall mit Frischwasserstationen ohne große Wärmespeicher arbeiten kann. Und oder Schichtladespeichersysteme, da gibt es verschiedene Systeme auch von verschiedenen Herstellern, die einfach für niedrige Rücklauftemperaturen sorgen. Und das ist wirklich eine Optimierung vom einzelnen Netz. Ganz pauschal ist das nicht ganz so einfach. Gut, vielen Dank jetzt erstmal für diesen Block. Ich habe noch einen anderen Fragenblock hier, der sich darauf bezieht, welche Kommunen in welcher Größenordnung eigentlich in diesem Bereich was machen können, also die unterschiedliche Ausgangssituation der Kommunen. Und hier war die erste Frage dazu, welche Einflussmöglichkeiten Kommunen eigentlich auf ihre Wärmeversorgung haben, da ja die Wärmeversorgung teilweise zu einem sehr hohen Prozentsatz, also Herr Heinrich oder Frau Heinrich schreibt hier zu 85% in privater Hand ist. Genau, die kommunale Wärmeplanung ist jetzt erstmal eine Planung, die sagt, okay, wie können wir überhaupt diesen Ort klimaneutral mit Wärme versorgen? Und ganz wichtig ist dabei auch zu betrachten, wie kann diese Umsetzung erfolgen? Das muss ich parallel betrachten. Ja, also es bringt nichts, dass ich sage, oh, komm, ich habe hier einen dicht bebauten Ort, ich baue hier überall ein Wärmenetz rein, aber ich habe nachher keinen Akteur, der das Wärmenetz baut. Dann habe ich ein Problem. Das heißt, das muss ich schon parallel beantworten, aber auch erstmal zu schauen, was sind überhaupt Potenziale. Also zum Beispiel hier bei uns im Landkreis Ludwigsburg, wir sind der waldärmste Landkreis in ganz Baden-Württemberg. Wir können einfach sehr klar in jeder kommunalen Wärmeplanung sehen und sagen, Holz wird nicht keine große Rolle spielen in der Wärmeversorgung. Gleichzeitig haben wir hier recht dichte Orte, wo dann prinzipiell schon mal klar ist, okay, Wärmenetze bieten sich ziemlich sicher an. Und das festzustellen und das nachzuverfolgen, okay, kriegen wir das hier umgesetzt? Das ist Aufgabe der Kommune. Also in Baden-Württemberg wurde diese Aufgabe an die Kommunen übergeben vom Land. Und da ist es wirklich ihre Aufgabe, jetzt zu sagen, wie versorgen wir den gesamten Ort mit Wärme? Das heißt noch nicht, dass sie es umsetzen müssen. Darüber können wir sehr gerne reden. Und ich glaube, da muss man auch schauen, ob da eine neue Pflicht entsteht, inwieweit das verpflichtend werden muss, diese Umsetzung, und inwieweit das dann kommunale Aufgabe sein kann. Aber erstmal jetzt die Planung. Wer soll es sonst machen? Ein privatwirtschaftlicher Akteur, das sehen wir selbst bei städtischen Stadtwerken, die ein Wärmenetz haben, die planen unter ihren eigenen wirtschaftlichen Kriterien. Die planen nicht dort, wo Wärmepumpen hinkommen und sagen, hier machen wir Wärmepumpen, sondern die sagen, wo lohnt sich zum Status quo das Wärmenetz? Und wenn wir es dann aber umdrehen und sagen, was ist in 2040 die günstigste Wärmeversorgung für den ganzen Ort, dann kommt ganz häufig ein anderes Ergebnis raus. Ja, vielleicht noch eine Frage gleich im Anschluss dazu. Wie wäre denn die Lösung für kleine Kommunen, die aus vielen verstreuten Dörfern bestehen? Genau, gerade wenn wir von verstreuten Dörfern reden, mit relativ kleinen relativ lockere Bebauung ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich lohnt, dass da wirklich Wärmenetze gebaut werden. Das kann man sich nochmal dezidiert anschauen. Das kann auch sein, dass man merkt, hier gibt es doch ein kleines Cluster, wo man dann etwas zentral macht mit 5 Gebäuden, 6 Gebäuden, eher so Richtung Gebäudenetz. Und das kann man auf jeden Fall untersuchen und das ist sinnvoll. Je nach Größe vom Ort kann man aber auch zum Beispiel sagen, wenn ich nur 3.000, 4.000 Einwohner habe, lohnt sich vielleicht gar keine kommunale Wärmeplanung mehr, sondern ich mache einfach ein Quartierskonzept auf den gesamten Ort. Das heißt, ich gehe relativ schnell eigentlich rüber und sage, okay, ich sehe ganz offensichtlich in folgenden Bereichen alles, ist eine individuelle Wärmeversorgung auf jeden Fall angebracht. Und diese individuelle Wärmeversorgung wird wahrscheinlich folgendermaßen aussehen. Und für den Rest untersuche ich nochmal dezidiert, ob ich da eine zentrale Lösung machen kann. Und dann überspringe ich diesen Schritt der kommunalen Wärmeplanung und gehe direkt in die Umsetzung. Ja, ich habe hier noch einen Teilnehmer, der eine Frage persönlich stellen möchte, und zwar Johannes Kletting, bitte.
Johannes Kletting, sind Sie da? Sind Sie noch da? Gut, also es kommt gerade leider nichts. Deswegen würde ich jetzt noch mal eine Frage in Richtung Suffizienz noch mal aufgreifen wollen. Wie soll eine Kommune Suffizienz steuern? Der Wohnungsbau liegt oft in privater Hand. Die Entscheidung, aus einer zu groß gewordenen Wohnung auszuziehen, kann nur der Eigentümer bzw. der Mieter treffen. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich würde die Frage im allerersten Schritt einmal umdrehen. Wenn ich das komplett an die Privaten abgebe, ob ich dann die Suffizienz eher erreiche? Ich glaube, eine Kommune hat da Handlungshebel, auch wenn nur eingeschränkt. Und als erster einfacher Schritt ist zum Beispiel, wir hatten es jetzt gerade schon beschrieben, ne? Wenn ich die lose Einfamilienhäuser habe, dann kann ich die nicht zentral versorgen. Das ist je nachdem ein Nachteil. Das heißt, ich kann schon mal über dichtere Mehrfamilienhäuser das steuern. Ich kann das im Bebauungsplan sagen, ich kann sagen, wie viele Wohneinheiten da drin sein müssen auf dieser Baufläche und so weiter. Ich kann da ja Vorgaben machen, gerade wenn ich auch Eigentümer von den Flächen bin, was ganz häufig in einem Umlageverfahren der Fall ist. Und später, ich glaube, wir können niemanden zwingen, auszuziehen. Das wollen wir auch nicht, ne? Also das muss immer eine aktive Entscheidung sein. Aber wenn ich in diesen Gesprächen bin mit irgendwie sehr alten Personen, die alleine in 150 Quadratmeter wohnen, dann erlebe ich eher so, dass es gibt sehr viele Hemmnisse dafür, persönliche, soziale und so weiter. Aber es wird auch das, was man als Gesellschaft machen könnte, um es ihnen zu erleichtern, wird auch nicht gemacht. Das heißt, schon die kleine Pflegewohnung mit betreutem Wohnen für 30 Quadratmeter ist dann plötzlich so teuer wie der ganze Wert von dem aktuellen Haus. Das ist ja wirtschaftlich absolut unattraktiv. Und wenn ich da schon mal wenigstens eine wirtschaftlich attraktive Lösung anbiete, dann biete ich wenigstens die Chance, dass die sagen, ich möchte diesen Wechsel machen, dass sie das wirklich umsetzen können. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir gehen. Wenigstens Angebote schaffen für die, die suffizienter leben wollen, für die, die bereit sind, das zu reduzieren. Und es gibt eben uns ganz viele Vorteile. Weil am Ende sparen wir auch ganz viel Neubau ein, wenn dann junge Familien in das Bestandshaus einziehen, das zuerst energetisch sanieren. Und damit können wir Wärmewende beschleunigen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir denken, welche Angebote können wir schaffen? Nicht, dass wir da jemanden zwingen wollen, aber positive Angebote, die eben diesen Prozess unterstützen. Nochmal eine Frage zu den Kommunen und der Ausgangssituation der Kommunen. Ist der Wärmeplan eigentlich eher für Städte und Gemeinden geeignet oder für die Gebietskörperschaft bzw. den Landkreis? Auf welcher Ebene sollte das angesiedelt sein? Also in Baden-Württemberg kann man die Wärmeplanung auch als Landkreis durchführen. Ich sehe da immer so ein bisschen das Risiko, dass diese Wärmeplanung dann vom Landkreis als übergestülpt wahrgenommen wird in den Kommunen. Dass die eine zu geringe Identifikation mit der Wärmeplanung ist, dass sie tatsächlich umgesetzt wird. Das heißt, wenn ich das als Landkreis machen wollen würde, würde ich sehr genau schauen, wie ist denn das Verhältnis? Wie nehmen die Kommunen die Planungsleistung des Landkreises wahr? Und sind die danach da wirklich hinten dran, das umzusetzen? Weil das ist, glaube ich, der ganz wichtige Prozess in der Wärmeplanung. Wir werden es nachher noch sehen. Die Wärmeplanung ist auf der einen Seite eine technische Planung, aber ich muss eben auch schauen, dass sie umgesetzt wird. Und das muss ich bei den Akteuren vor Ort verankern. Und wenn die Kommune das am Ende umsetzen soll, dann sollte aus meiner Sicht die Kommune auch die kommunale Wärmeplanung durchführen. Und da habe ich dann lieber, wie bei mir im Landkreis, 39 einzelne kommunalen Wärmeplanungen, die ich begleite, wie nur eine große kommunale Wärmeplanung, weil danach auch wirklich jeder Gemeinderat sich mit dieser Planung identifizieren kann. Ich habe hier noch einige Fragen zu verschiedenen Wärmequellen. Die würde ich jetzt gerne zusammenfassen. Und zwar zum einen, wie ist Abwasserwärme in Wärmenetzen zu beurteilen? Wie sieht es eigentlich aus mit der Solarthermie? Steht das wirklich über das ganze Jahr zur Verfügung? Wie sinnvoll ist das? Und auch nochmal zum Thema Biomasse. Wie sieht da die Bilanz aus? Hier wird ein Beispiel genannt, Bayerischer Wald. Da gibt es eigentlich große Flächen, Waldflächen im Verhältnis zur bebauten Fläche. Also sollte hier Potenzial vorhanden sein, wenn ich die Frage richtig verstehe.
Ja, sehr gerne. Genau, also die Abwasserwärme pauschal, wirklich jetzt absolut pauschal, kann man ungefähr sagen, dass man ungefähr 10% des Wärmebedarfs einer Kommune durch Abwasserwärme decken kann. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, lohnt sich das auch? Und gerade eben, wenn ich eine sehr kleine Kommune habe mit 100 Häusern, die weit verstreut sind, dann wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Wenn ich hingegen eine Großstadt habe, wo ich dann wirklich einen großen Hauptsammler habe, mit sehr viel Abwärme drin, da dann die Wärmepumpe anzuschließen, das lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn dann schon Wärmenetz vorhanden ist und ich das damit speisen kann. Das heißt, Abwasserwärme eigentlich immer, muss man immer im Einzelfall untersuchen, hängt dann stark von der Stadt ab. Ich muss gewisse Mindestabstände zur Kläranlage einhalten. Ich muss schauen, dass ich diese Wärme regenerieren kann. Ich kann es je nachdem aber auch aus dem sauberen Ausfluss der Kläranlage nehmen, gerade wenn die siedlungsnah ist. Das heißt, einfach ein Potenzial, was wir untersuchen müssen. Und genau dafür ist die kommunale Wärmeplanung da. Die Solarthermie, die hat etwas bessere jahreszeitliche Verteilung wie die Photovoltaik, aber natürlich trotzdem hat sie hauptsächlich einen Wärmeertrag im Sommer. Das heißt, auch wieder genau dann, wenn wir ihn nicht brauchen zum Heizen. Das Schöne ist aber, dass wir bei der Solarthermie mit großen saisonalen Wärmespeichern die Wärme auch vom Sommer in den Winter transportieren können. Das wird in Dänemark schon gemacht, wo wirklich sehr große Solarthermieanlagen errichtet werden, zusammen mit einem saisonalen Wärmespeicher. Das sind Erdbeckenspeicher. Das heißt, da wird einfach ein Loch ausgehoben, 10 Meter tief, eine quasi Teichfolie reingelegt, ein bisschen Dämmung drunter, Wasser reingefüllt, ein schwimmender Deckel oben drauf, der wärmeisoliert ist. Und dann wird dieses Wasservolumen aufgeheizt im Sommer und im Winter kann die Wärme rausgenommen werden. Und in dieser Rolle hat die Solarthermie sehr große Vorteile gegenüber der Kombination PV mit Wärmepumpe. Und ich glaube, das kann sehr attraktiv sein in Kommunen, die sagen, okay, wir wollen diesen Weg gehen. Bei uns im Landkreis machen das einige, weil die einfach sagen, sie haben sonst keine Potenziale. Wir haben ja auch kaum Umweltwärmequellen für die Wärmepumpen. Das heißt, in ganz vielen Kommunen hier bleibt eigentlich nur Luft als Umweltwärmequelle übrig. Das ist eher weniger attraktiv für Wärmenetze. Und da bietet eben so eine Möglichkeit, Wärme im Sommer lokal zu erzeugen mit der Solarthermie und dann im Winter zu nutzen. Und das Ganze auch unabhängig vom Stromsystem, große Vorteile. So, und der letzte Punkt war Biomasse. Abwasser, Biomasse. Genau. Das mit Biomasse, das ist etwas schwierig. Wenn wir die großen Metastudien anschauen, dann sehen wir ganz häufig, dass sehr viel Biomasse, auch die Resthölzer, eigentlich im industriellen Bereich benötigt werden. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie aus dem hintersten Tal irgendwie die Resthölzer effektiv zu einer chemischen Industrie transportiert werden sollen, die 200, 300 Kilometer entfernt vielleicht ist. Und das heißt, wir wissen zwar, eigentlich brauchen wir das für andere Dinge, aber es kann sehr gut sein, dass eine andere Nutzung eher unwahrscheinlich ist, wenn wir da wirklich von sehr geringen oder von großen Mengen Resthölzern auf eine geringe Bevölkerungsdichte reden, dann kann es sein, dass diese Biomasse wirklich überflüssig ist und dass man keine sinnvolle andere Nutzung findet. Trotzdem würde ich da ganz stark darauf achten, dass man dann das mindestens im Sommer durch eine Solarthermieanlage unterstützt, dass man da Biomasse einsparen kann. Und man muss sich auch bewusst sein, dass das am Ende, aktuell ist die Biomasse immer noch mit fossilen Energien produziert. Das heißt, wir haben einen gewissen CO2-Faktor. Also kann man ja auch ganz einfach bei den Primärenergiefaktoren in diesen Tabellen stehen, auch der nicht erneuerbare CO2-Faktor von Biomasse drin, das anschauen. Das heißt, ja, es ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und für mich noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht, ob wir diese Biomasse wirklich komplett industriell später nutzen werden oder Hochtemperaturprozesse, die vor Ort vielleicht irgendwo sind, oder ob sie wirklich überflüssig ist, sondern sinnvoll und keiner anderen Verwendung zuzuführen ist. Ja, vielen Dank. Es sind viele Fragen gekommen zum Thema, wie komme ich von der Planung in die Umsetzung? Ich würde vorschlagen, das machen wir dann in der nächsten Runde. Beantworten wir diese Fragen nach dem zweiten Teil des Vortrags. Bevor wir jetzt in eine kleine Pause gehen, würde ich Herrn Schuchardt, jetzt ist er auch schon wieder verschwunden. Gut. Ach so, da ist er wieder. Herr Schuchardt wollte gerne noch eine Frage stellen oder eine Anmerkung machen. Ja, danke nochmal für das Aufrufen. Grundsätzlich wollte ich mit Blick auf die Biomasse, weil wir es gerade aktuell hatten, nochmal darauf hinweisen, dass der Bund gerade an einer Biomasse-Strategie arbeitet, in der
Stand heute die energetische Nutzung der Biomasse der stofflichen Nutzung ganz klar nachgeordnet wird. Das heißt, die Verfügbarkeit dieses Stoffs, dieser Energiequelle, die wird halt noch weiter eingeschränkt. Auch in der EU gibt es entsprechende Überlegungen, Biomasse als tatsächlich nachhaltige Energieform, ja, mal zumindest in Frage zu stellen, um es vorsichtig auszudrücken, wie viel davon tatsächlich dann in manchmal doch relativ kraftlosen Gesetzgebungen Niederschlag findet, ist eine ganz andere Frage. Aber mit Blick auf die Biomasse festzuhalten, bleibt die begrenzte Nutzbarkeit. Wenn selbst der Fachverband für nachwachsende Rohstoffe sagt, dass 2045 oder wann auch immer wir jetzt das Datum wählen, vielleicht ein Sechstel der Energie, des Endenergiebedarfs aus Biomasse gedeckt werden kann, dass die DBU sagt, es ist ein Zehntel, dann wissen wir, dass sie begrenzt verfügbar ist und dass wir verdammt gute Gründe brauchen, diese Biomasse zu verbrennen, wenn wir. Und ich bediene dann immer dieses Bild dieses Steinzeitmenschen in der Höhle. Seitdem verbrennen wir Sachen, damit wir es warm haben. Und im Jahre des Herrn 2022 unterstelle ich einfach, dass wir doch irgendwelche anderen Möglichkeiten haben, popelige 22 Grad Raumwärme bereitzustellen, als immer wieder nur ein Feuerchen zu machen. Gut, ich glaube, der Punkt ist verstanden. Möchtest du darauf noch etwas erwidern, Raphael? Ich glaube, ich habe das vorher auch genau versucht, sozusagen. Also für das schlecht sanierbare, denkmalgeschützte Schloss können wir sehr gerne Biomasse verwenden. Und fürs reine Mittelhaus sehe ich halt keine Notwendigkeit dafür. Finde ich übrigens auch immer ganz spannend, wenn ich draußen unterwegs bin und mit Leuten über die Optionen rede für ihr Wärmenetz. Die meisten, die in der Nähe von einer Pelletheizung wohnen, sagen, sie möchten auf keinen Fall eine Pelletheizung. So ungefähr eine Pelletheizung in ihrer Nachbarschaft ist schon genug. Und auch in ganz vielen anderen privaten Häusern, es besteht kein Interesse an der Pelletheizung. Bei der Wärmepumpe ist eher die Ungläubigkeit, ob das funktioniert. Bei der Pelletheizung ist eher meistens in den Häusern ganz klar, dass sie wissen, dass sie das nicht wollen. Und daher, ich glaube, es ist eher eine große Scheindebatte. Und ja. Da müssen wir ganz klar die Lösung ohne das benennen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um mal eine kleine Pause einzuschieben. Wir machen 10 Minuten Pause bis 16:45, 17.15 Uhr. Bis gleich. Ja, hallo. Willkommen zum zweiten Teil unseres Grundkurses Wärmeplanung. Ja, ich hoffe, Sie haben sich einen frischen Kaffee geholt und wir starten jetzt eben mit diesem zweiten Teil, wo Raphael Grusig uns nochmal darstellt, wie man von der Planung tatsächlich dann zur Umsetzung beziehungsweise zu einer Wärmewendestrategie für die Kommune kommt. So, mein Bildschirm ist sichtbar. Wunderbar. Sehr schön. Genau, jetzt hatten wir uns im ersten Teil angeschaut, wie sieht denn eigentlich ein Zielszenario aus? Was wird da drin die wesentliche Rolle spielen und was eher nicht? Und jetzt wollen wir uns nochmal die kommunale Wärmeplanung als Instrument genauer anschauen. Genau, wir hatten jetzt ja sozusagen eben genau diesen Stern da oben angeschaut, uns überlegt, wie sieht das 2040 aus? Aber jetzt ist ja schon die Frage, okay, wie kommen wir da überhaupt hin? Also für jede einzelne Kommune im Einzelnen, wie definiere ich danach Maßnahmen, wie ich da hinkomme und so weiter. Und genau dafür ist eben diese kommunale Wärmeplanung da. Und diese Schritte, die hier rechts dargestellt sind, die schauen wir uns jetzt im Detail an. Genau, vorweg so ein bisschen, was ist denn der Rahmen? Vorher wurde schon gesagt, in Baden-Württemberg ist die kommunale Wärmeplanung seit 2019 schon Pflicht. Bei uns sind alle großen Kreisstädte ab 20.000 Einwohner verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen und müssen diese bis 2023 beim Land eingereicht haben. Auf Bundesebene soll jetzt auch die kommunale Wärmeplanung verpflichtend kommen. Das ist momentan so gedacht, dass der Bund die Länder verpflichtet, weil der Bund darf nicht direkt die Kommunen verpflichten. Und sobald dieses Gesetz in Kraft ist, sollen die Kommunen das innerhalb von 3 Jahren erfüllen müssen. Das heißt, wahrscheinlich werden diese KWPs Ende 2026 abgegeben sein müssen. Genau. Vom Inhalt her wird es sehr ähnlich sein wie in Baden-Württemberg. Es gibt auf jeden Fall noch mal ein paar spannende Diskussionspunkte drin. Wie weit ist zum Beispiel auch eine verpflichtende, die Umsetzung verpflichtend oder nicht? Aber das wird man jetzt so in den nächsten Monaten sehen. Gesetzgebungsprozess ist wahrscheinlich dann im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen. Jetzt seit 1. November gibt es auch noch mal ganz neu eine Änderung der Kommunalrichtlinie.
Und zwar wird die Erstellung von kommunalen Wärmeplanungen jetzt bundesweit gefördert. In Baden-Württemberg gab es bisher auch eine Förderung für freiwillige Kommunen, als Kommunen kleiner als 20.000 Einwohner. Aber jetzt haben wir eben plötzlich auch ein Förderinstrument für alle. Und dieses Förderinstrument sieht momentan so aus, dass eigentlich sagen sie ja, okay, es gibt eine Förderung von 60% und für finanzschwachen Kommunen von 80%. Allerdings jetzt bis zum 31.12.2023 gibt es eine Förderung von 90% für alle Kommunen und für finanzschwache Kommunen von 100%. Einziges oder eine der wenigen Voraussetzungen ist, dass das eine freiwillige kommunale Wärmeplanung ist, als zum Beispiel die Kommunen in Baden-Württemberg, die verpflichtet sind, können sich das nicht mit dieser Förderung fördern lassen. Heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn später dann ab 23 die Gesetze kommen, dass die einzelnen Kommunen in den Ländern verpflichtet sind, die kommunale Wärmeplanung durchzuführen, genau dann wird es eben auch keine Förderung mehr geben. Offiziell müssen die Länder dann eine Ausgleichszahlung liefern. Wie groß die sein wird, ist natürlich immer fraglich und meistens beschweren sich die Kommunen dann doch ein bisschen, dass sie nicht auskömmlich ist. Oder es reicht eben nur für den externen Dienstleister, aber eben nicht für die eigenen Ressourcen, die man selber aufbauen muss. Genau. Das heißt, inzwischen auch für alle anderen sehr attraktiv, jetzt zeitnah in den nächsten Monaten mit der kommunalen Wärmeplanung zu starten, um eben auch diese Förderung noch mitnehmen zu können. So, und dann schauen wir uns jetzt einmal konkret die Schritte der Wärmeplanung an und fangen eben an ganz oben mit der Bestandsaufnahme. In der Bestandsaufnahme ist die Frage, wie sieht denn eigentlich die Ist-Situation aus? Das Ziel ist, eine strukturierte räumliche Analyse des Bestands zu haben, über alles, was vorhanden ist. Natürlich im ersten Schritt von den Wärmeverbrauchern, also von den Gebäuden, aber auch von industriellen Abwärmequellen. Also alles, was irgendwie Wärme verbraucht, dass ich das möglichst weiß. Und auch den Zustand, also von den Gebäuden im besten Fall Zustand der Gebäudehülle. Ganz häufig weiß man das nicht. Dann greift man zum Beispiel auf Baualtersklassen zurück, um einfach ein Gefühl dafür zu haben, was für eine Gebäudesubstanz habe ich hier vor mir. Es dürfen in diesem Schritt auch alle Daten von Unternehmen abgefragt werden. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es ein extra Gesetz, in § 7e, der eben genau dazu berechtigt. Das heißt, wir haben dann ein komplettes Bild von Gasnetzen, von Wärmenetzen, von den Daten, die in der Industrie vorhanden sind, von Bezirksschornsteinfegern, über die Heizungsanlagen. Das heißt, alles, was irgendwo vorhanden ist, können wir nutzen, damit wir eine möglichst gute Grundlage haben für die kommunale Wärmeplanung. Und das ist auch ganz wichtig und da ist natürlich auch wieder die spannende Frage, kommt da noch ein Bundesgesetz, was genau diese Datenerhebung regelt? Wenn nicht, liegt es an den Ländern und bei den Ländern ist eben sehr wichtig, dass sie das auch wirklich einräumen. Weil diese kommunale Wärmeplanung, die wollen wir jetzt einmal auf einem möglichst guten Stand machen, um eben auch aussagekräftige Ergebnisse für die Zukunft zu haben. Genau, hier auf der Folie einfach auch nochmal kurz zusammengefasst, was wir alles für Daten erheben können, das ist eben ziemlich viel. Und im Normalfall ist inzwischen eigentlich eher das Problem, wie kriegt man die Daten aufbereitet, wie kriegt man ein gutes Ergebnis aus diesen Daten. Teilweise sind es ein bisschen widersprüchliche Daten, sind beim Schornsteinfeger veraltete Kessel noch drin, die muss man irgendwie raussortieren, man hat dann einzelne Häuser mit drei Heizungen drin oder die Straßennamen sind bei jedem anders geschrieben. Aber prinzipiell vom Inhalt der Daten kommt man damit sehr, sehr weit und kann eigentlich jedem Haus, zumindest jedem Haus mit einer Verbrennungsheizung, konkret zuordnen, was für eine Heizung da aktuell drin eingebaut ist. Mit dieser Planung können wir wirklich gebäudescharf am Ende sagen, was ist hier aktuell der Heizungsträger, was ist momentan der Wärmebedarf. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass ich das wirklich in dieser Tiefe habe. Das kann ich darstellen. In Baden-Württemberg darf ich es aber so nicht veröffentlichen. Wenn ich es veröffentliche, muss ich mindestens die Daten auf 5 Gebäude aggregieren. Das heißt, einen Durchschnittswert von 5 Gebäuden veröffentlichen und eben nicht für jedes einzelne Haus, da eben diese Daten aus Datenschutzgründen nicht nachvollziehbar sein dürfen. Und auch alle Daten, die erhoben wurden zu Beginn, die gebäudescharf sind, müssen am Ende gelöscht werden. Das heißt, das ist ja auch wichtig, dass wir da wirklich schauen, dass wir sensibel mit diesen Daten umgehen, dass es da keine Widerstände gibt in der Bevölkerung oder bei den Fachunternehmen. Also wenn dann ein Unternehmen rausgibt, sie haben die und die Abwärmequellen auf diesem und jenem Temperaturniveau und in folgenden Zyklen fällt diese Wärme ab, das ist ja schon wirklich ein Betriebsgeheimnis. Und wenn man dann auf diese Daten zugreifen kann, sollte man entsprechend sensibel damit auch umgehen. Genau, wenn wir diese Bestandsanalyse abgeschlossen haben, schauen wir uns im nächsten Schritt die Potenzialanalyse an. Das heißt, wir schauen uns an, was können wir eigentlich daraus machen? Welche Potenziale haben wir? Und
das sind wirklich alles, was wir damit machen können. Im ersten Schritt schauen wir uns zum Beispiel an, welche energetischen Potenziale haben wir. Also welche Abwärmequellen habe ich, wo in der Siedlung verteilt, welche Flächen kann ich nutzen, um später mal Heizzentralen vielleicht für Wärmenetze aufzustellen, aber auch welche Möglichkeiten habe ich hier, erneuerbare Energien zu erzeugen. Das heißt über Solarthermieanlagen, über Geothermie, über Umweltwärmequellen, Oberflächengewässer, überall, wo bekomme ich Wärme raus? Wo kann ich später einen großen Wärmespeicher errichten, wenn das eine Rolle spielt und so weiter. Das heißt, ich erfasse einfach mal alle Möglichkeiten. Ich erfasse in diesem Schritt auch, wie stark Gebäude saniert werden können. Was ist, werden denn eigentlich das Minimum, was vorstellbar ist bei der energetischen Sanierung? Auch das ist ein ganz wichtiges Potenzial. Und das ist auch ein ganz spannendes Ansatz, weil ich kann natürlich von einer sehr guten Sanierungsquote ausgehen. Dann brauche ich viel weniger erneuerbare Energien. Die Frage wird sich aber stellen, erreichen wir das so zeitnah, einen sehr hohen Sanierungsstand, oder wird er erst viel später kommen? Und das heißt, ich muss danach im nächsten Schritt das sehr genau gewichten, welchen Faktor, welche Quelle ziehe ich denn überhaupt heran, welche ist denn möglich hier umzusetzen. Genau. Beim Zielszenario passiert ein bisschen das, was wir vorher schon angeschaut hatten. Ich baue jetzt aus meinem Potenzial, aus meinem Bestand zusammen mit allen Potenzialen ein Zielszenario auf, wo ich sage, so und so können wir diesen Ort klimaneutral mit Wärme versorgen. Das heißt, da gibt es immer ganz viele verschiedene Varianten. Ich kann natürlich auch in dichtester Innenstadt sagen, ich baue über Luftwärmepumpen ein und vergleiche das einfach mal. Vergleiche das mit dem Wärmenetz und dann werde ich meistens sehen, ah ja, okay, Wärmenetz wird in der dichten Innenstadt einen Vorteil haben. In der losen Bebauung ist es dann andersrum und irgendwo zwischendrin ist es ganz spannend. Dann hängt es da vielleicht am ehesten davon ab, was für Wärmequellen ich habe. Habe ich gute Wärmequellen für ein Wärmenetz oder eher nicht? Das haben wir zum Beispiel im Landkreis Lörrach unten. Da gibt es sehr viel industrielle Abwärme aus Basel von der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Und da ist eben klar, boah, okay, das ist so viel Abwärme, damit lohnt sich auch Wärmenetze in Bereichen, wo sich die Nuancen nicht mehr lohnen, weil eben diese Abwärme verteilt werden kann. Und im Landkreis Karlsruhe gibt es zum Beispiel Tiefengeothermie, auch das ein sehr gutes Potenzial. Und bei uns, wir haben halt eher weniger Potenziale. Und daher muss man das dann immer ganz genau abwägen. Was ist denn hier eigentlich möglich? Und man vergleicht hier wirklich verschiedene Szenarien. Der Wunsch ist im besten Fall, dass man Vollkostenpreise für die Wärme vergleicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wie ist die günstigste Wärmeversorgung im Jahr 2040? Das ist ein ganz neuer Fokus darauf. Den hatten wir bisher noch nie. Bisher wurde ja eigentlich immer gefragt, was ist heute die günstigste Wärmeversorgung? Lohnt es sich heute hier ein Wärmenetz zu bauen? Und wenn wir plötzlich das umdrehen und fragen, was ist 2040 hier oder 2045 bundesweit, kommt immer darauf an, welches individuelle Ziel man hat, was ist dann 2040 das die günstigste Wärmeversorgung? Ist das eine ganz andere Frage. Und das sehen wir eben auch bei uns, bei großen Stadtwerken, die eigentlich wirklich Lust haben, ihr Wärmenetz auszubauen. Dann kam da zum Beispiel raus, zuerst als sie es für sich betrachtet haben, ja, sie werden mal 40% des Ortes mit dem Wärmenetz erschließen. Und als man es dann aber umgedreht hat und die Frage gestellt hat, was werdet ihr perspektivisch, was ist perspektivisch für die Kundin die beste Wärmeversorgung? Dann kam plötzlich raus, dass 70% des Ortes mit Wärmenetzen versorgt wird. Und das benötigt natürlich ganz andere strategische Entscheidungen, wenn ich plötzlich sehe, dass mein Netz im Endausbau nochmal doppelt so groß sein wird, wie ich es schon geplant hatte. Und da war auch schon ein großer Wachstumsschritt drin. Was in diesem dritten Schritt auch passiert, ist zum Beispiel, dass wir auch darüber diskutieren, was wird mit Gasnetzen passieren? Was passiert, wenn wir eben sehen, dass in ganz vielen Straßenzügen Wärmenetze gebaut werden und das eine sehr attraktive Wärmequelle sein wird für die privaten HausbesitzerInnen. Und in anderen Straßenzügen kommen ganz viele Wärmepumpen. Welche Rolle werden da Gasnetze noch spielen? Inwieweit werden die gegebenenfalls abschnittsweise stillgelegt werden? Wie organisiert man so einen Prozess von einer Stilllegung? Das sind da ganz wichtige Fragestellungen, womit man sich auch einfach gerade, wenn einem als Kommune die Gasnetze gehören, frühzeitig auseinandersetzen muss. Dass da auch die Investitionsentscheidungen richtig getroffen werden in Zukunft und möglichst wenig Stranded Assets vorhanden sind. Dieser Prozess von Erfindung des Zielszenarios, der darf nicht losgelöst laufen von den Akteuren, die vor Ort sind. Es bringt nichts, dass ich am Ende sage, hier, ich baue in meinem ganzen Ort ein Wärmenetz und ich habe aber keinen Akteur, der bereit ist, das zu machen. Wenn ich in so eine Situation reinkomme, dann muss ich entweder fragen, wie sieht die Alternative aus zum Wärmenetz? Bin ich damit zufrieden? Oder bin ich vielleicht als Kommune bereit, einen Akteur aufzubauen, der ein Wärmenetz baut? Das heißt, ich muss schauen, jede Lösung wird verschiedene Probleme haben
Und wir müssen als Gesellschaft aushandeln, welche Lösung glauben wir denn, dass wir am ehesten umsetzen können hier vor Ort. Also was wird hier am besten funktionieren? Und das heißt, im Zielszenario werden wir einen gewissen Aushandlungsprozess sehen mit mehreren Schleifen, um auf ein optimales Ergebnis zu kommen. Ich hatte das jetzt hier auch schon in der Kommune. Natürlich, wir haben jetzt für den ganzen Ort, da sind die relativ schnell mitgegangen. Und also überall, wo es halt wirtschaftlich sinnvoll ist. Und dann war die Frage, ja, aber womit heizen wir das? Und eben sehr wenig Potenziale. Und als man das mal dargestellt hat, dann waren plötzlich ein paar Hektar Fläche für Solarthermieanlage plötzlich kaum noch eine Diskussion, weil eben klar war, alle anderen Alternativen sind wesentlich schlechter. Das heißt, ich muss die EntscheiderInnen zu mündigen Entscheider machen, ihnen erstmal zeigen, welche Optionen haben wir, damit sie diese Optionen gegeneinander abwägen können. Nicht mehr, dass Dinge einfach nur abgelehnt werden können. Und genau diesen Prozess zu koordinieren und da alle Interessen reinzubringen, das ist eben Aufgabe der Kommune. Und deshalb ist es die kommunale Wärmeplanung. Das kann ich nicht auf Landesebene oder gar Bundesebene machen. Und es kann auch nicht ein privatwirtschaftlicher Akteur machen, sondern das muss staatlich passieren, und zwar genau auf der Ebene, wo eben nachher das auch umgesetzt wird, auf der kommunalen Ebene. Im Ergebnis hiervon, von diesem Planungsprozess, habe ich danach eine räumliche Darstellung und Festlegung, wo ich welche Potenziale nutze, in welchem Umfang ich die nutze. Das ist auch genau der Punkt, wo ich dann ausdiskutiert habe. Setze ich echt die Sanierungsrate auf 4% oder setze ich die vielleicht auf 2%? Das ist immer noch sehr ambitioniert. Aber ich weiß eben, ich brauche auch wesentlich mehr Potenziale für die erneuerbare Energieversorgung. Also im Zweifelsfall zum Beispiel mehr Flächen. Genau dieser Prozess ist ganz wichtig. Und dann am Ende habe ich ausgehandelt, wie das umgesetzt wird und kann das eben auch umsetzen. Für diese Umsetzung lege ich dann eine kommunale Wärmewende-Strategie fest. Das ist eigentlich ein relativ simpler Schritt. Dann, wenn ich mich schon auf ein Zielszenario geeinigt habe, dann zerlege ich dieses Zielszenario in die einzelnen Maßnahmen, die ich brauche, um dahin zu kommen. Das heißt, ich schaue, okay, abhängig vom persönlichen Ziel, so 10 bis 15 Jahre, vielleicht auch manchmal 20 Jahre, haben wir jetzt noch Zeit für die Wärmewende. Und dann schaue ich eben, was muss wann passieren, in welchen Schritten passiert das. Und das gibt dann am Ende allen sehr viel Planungssicherheit. Das heißt, im besten Fall weiß dann der einzelne Akteur, ah ja, okay, bei mir kommt ein Wärmenetz zum Beispiel, es kommt in 5 Jahren, das heißt, ich versuche meine Heizung noch so lange durchzubekommen. Oder, ah, bei mir kommt kein Wärmenetz, bei mir wird es wahrscheinlich auf eine Wärmepumpe hinauslaufen. Ja, okay, ich schaue, dass ich mein Haus fit mache für eine Wärmepumpe. In Baden-Württemberg ist an dieser Stelle auch die einzige Pflicht, dass von diesem Maßnahmenkatalog die 5 Maßnahmen innerhalb der nächsten 5 Jahre umgesetzt werden müssen. Ansonsten hat diese Wärmeplanung in Baden-Württemberg leider noch keine Verbindlichkeit. Das heißt, ja, es wird empfohlen, das im Gemeinderat vorzulegen, aber es ist jetzt keine Fachplanung, wo die Gemeinde wirklich dran gebunden ist. Umso wichtiger ist es wirklich, die Gemeinderäte, die Verwaltung da mitzunehmen in diesem Prozess, dass sie selber sich ein sehr großes Interesse haben, dran zu halten, weil sie eben sehen, okay, das hier ist das beste Szenario für ihren Ort, was die Wärmeversorgung betrifft, und deshalb wollen sie das umsetzen. Genau. Ganz wichtig in diesem Prozess ist eben auch die Akteursbeteiligung. Wir haben sehr viele Akteure. Angefangen von den SchornsteinfegerInnen, die man ganz zu Beginn dabei hat, über die HandwerkerInnen, wo wir sagen, ah ja, okay, wir kriegen doch gar nicht die Sanierungsquote so hoch, aber auch beim Wärmenetzausbau haben wir klar die klassischen Tiefbauer, wir haben dann aber auch plötzlich Straßensperrungen, das Ganze betrifft den Tiefbau ganz immens, dass man das vielleicht verzahnt mit Abwasserkanalsanierungen, die sowieso anstehen. Das heißt, all diese Akteure, die haben jeweils ihr eigenes spezifisches Wissen, was ganz wichtig ist, in diesen Prozess reinzubekommen. Und das müssen wir hinbekommen, damit wir eine möglichst gute Umsetzung danach machen. Damit wir auch eine sozial gerechte Wärmewende haben. Es hilft ja nichts, dass wir danach eine sehr teure Wärmeversorgung haben oder eine Wärmewendestrategie, die nicht umsetzbar ist, die nicht sozial akzeptiert wird. All das kann ich eben wirklich in diesen Prozess der kommunalen Wärmeplanung mit reinbringen und ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Hierzu auch noch ein Gedanke, beziehungsweise zwei. Und zwar bezüglich Partizipation. Das ist ganz häufig eine große Fragestellung. Wie mache ich denn Bürgerbeteiligung bei der kommunalen Wärmeplanung? Das ist doch so ein technischer Prozess. Und da gibt es in der Psychologie eine recht einfache Perspektive darauf. Umso mehr Gestaltungsspielraum ich habe, umso später ist es möglich, dass ich informiert werde. Das heißt, wenn ich hier sehr großen Gestaltungsspielraum habe, bei diesem gelben Trichter ganz rechts, dann reicht es, wenn ich die Leute erst kurz vorher darüber informiere.
Aber gerade wenn sie sehr wenig Gestaltungsspielraum haben, dann ist es umso wichtiger, dass sie das nachvollziehen können, sich darauf einstellen können und es auch akzeptieren. Das heißt, wenn so eine Entscheidung ist, kommt da ein Wärmenetz hin oder nicht, klar, ich kann das ein Stück weit mit der Stadtgesellschaft aushandeln. Aber ich glaube, in den meisten Fällen wird das die Gemeindeverwaltung zusammen mit dem Gemeinderat eigentlich sehr gut entscheiden können oder mit den Stadtwerken, falls es schon vorhanden ist. Da muss ich das aber den Bürgern sehr früh transparent machen, ihnen auch erklären, woher kommt diese Entscheidung, warum ist das so, warum ist es anders nicht möglich oder eben gegebenenfalls auch aufzeigen, wo gibt es noch Gestaltungsspielraum, wo können die mitgehen. Das Zweite, was wir auch ganz häufig bei solchen Prozessen wie der kommunalen Wärmeplanung übersehen, ist, dass es ganz unterschiedliche Informationsebenen gibt. Meistens richten wir uns mit unseren Informationen, ja, wir machen guten Bericht, so ans Bildungsbürgertum, jetzt nicht an die Superinteressierten, aber auch nicht an die, die nur die Überschrift lesen. Aber wenn wir wollen, dass die Wärmewende wirklich in der Breite umgesetzt wird, müssen wir alle mitnehmen und auch alle informieren. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir die Nachrichten entsprechend adressieren und das wirklich rausgeben, dass das für alle verständlich ist und sie da mitgenommen werden und sie die entsprechenden Entscheidungen so treffen können. Jetzt zum Abschluss noch ganz kurz die Perspektive Ziele der kommunalen Wärmeplanung. Ich hatte es ja jetzt eigentlich schon, ne? Ist doch eigentlich offensichtlich Klimaneutralität. Aber ich möchte hier auf zwei Punkte nämlich ein. Zum einen, es gibt hier wirklich das Ziel selbst der kommunalen Wärmeplanung und es gibt das Ziel, wie wir hier hinkommen. Also diesen Prozess, wie wir den gestalten. Das Ziel selbst der kommunalen Wärmeplanung ist erste, absolut offensichtlich und verpflichtend, ist sozusagen die 100% erneuerbare Energien in der Wärme. Das zweite ist, in Baden-Württemberg gibt es im Leitfaden der IKEA da drin die schöne Aussage, wir sind verpflichtet, nicht autark zu werden, aber alle lokalen Potenziale müssen genutzt werden, die verfügbar sind. Das heißt, wir sollen zuerst die lokalen Potenziale nutzen und erst wenn die erschöpft sind, dann können wir etwas von extern beziehen. Das heißt zum Beispiel Wasserstoff oder Strom oder Biomasse, also vor allem Strom für die Wärmepumpen wird es eben bei uns in Baden-Württemberg ganz häufig sein, weil wir zu wenig Windräder hier haben. Aber lokal alle Potenziale nutzen, was dann eben für den Landkreis Ludwigsburg auch heißt, ah ja, okay, wir brauchen Freiflächen-Solarthermieanlagen zusammen mit saisonalen Wärmespeichern, weil das ist ein Potenzial, was wir hier vor Ort haben. Und wenn wir das nicht machen, werden wir ansonsten einfach sehr, sehr, sehr viel Strom im Winter importieren, was gewisse andere Probleme mit sich bringt. Genau, das Ziel sollte auch sein, dass wir eine preisstabile Wärmeversorgung haben und dass wir da wirklich auch Unabhängigkeit bekommen. Wir sehen es eben jetzt gerade, welche großen Probleme es hat, wenn wir in der Wärmeversorgung von geopolitischen Entscheidungen abhängig sind. Das ist nichts, was wir schnell nachsteuern können. Auch prinzipiell ein Ziel der Wärmeplanung, und das wird häufig untergehen, ist eben die Senkung des Wärmebedarfs, die Sanierung. Das darf nicht so unter ferner Liefen laufen, wie es natürlich jetzt auch wieder in dieser Veranstaltung hier lief. Ich muss mir in der kommunalen Wärmeplanung wirklich auch Maßnahmen überlegen, wie bekommen wir hier die Sanierungsquote hoch? Wie kriegen wir das umgesetzt? Wie können wir alle Akteure mitnehmen? Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch die soziale Gerechtigkeit bei dem ganzen Thema. Von diesen Zielen, die das Ziel der kommunalen Wärmeplanung beschreiben als Zielpunkt, gibt es nochmal zu unterscheiden den Transformationsprozess der kommunalen Wärmeplanung. Wir stoßen einen Prozess an. Das ist nichts, was einfach so passiert, wir beschließen es, sondern es ist umgesetzt. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier eine langfristige strategische Planung liefern. Zum Beispiel kommt jetzt mit dem neuen 65% erneuerbare Energien-Gesetz für neue Heizung, was dann ab dem 01.01.2024 gelten soll, also noch nicht beschlossen, aber aktuell ist so angekündigt, kommt die Möglichkeit, dass ich nochmal eine fossile Heizung einbauen darf, wenn absehbar ist, dass bei mir ein Wärmenetz gebaut wird und ich mich dann an dies anschließe, sobald es gebaut wird. Das heißt, ich brauche da Planungssicherheit. Wenn ich nicht jetzt dann demnächst weiß, dass ein Wärmenetz vor meiner Haustür kommt, dann muss ich zum Beispiel eine Wärmepumpe einbauen, auch wenn in 5 Jahren ein Wärmenetz gebaut wird. Und wenn ich erstmal die Wärmepumpe habe, werde ich mich nicht mehr ans Wärmenetz anschließen, dann lohnt sich das wesentlich weniger. Das heißt, diese Planungssicherheit an alle Akteure zu geben, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und da steckt auch eine gewisse Dringlichkeit drin, dass wir wirklich zeitnah diese Pläne haben, damit alle Akteure sich darauf einstellen können. Wenn wir das so machen, dann haben wir eben wirklich für jeden Stadtteil einen Plan, wo klar drin steht, diese und jene Wärmeversorgung wird hier sehr wahrscheinlich kommen und diese und jene eher nicht. Das Zweite, was wir in der Wärmeplanung auch anstreben sollten, ist die Flächensicherung, dass wir wirklich sagen, okay, wenn das hier die Potenziale sind, die wir nutzen wollen, dass wir die auch sichern, dass wir das frühzeitig angehen, weil das sind sehr langwierige Prozesse und
Ja, wenn wir sagen, wir wollen in 15 bis spätestens 20 Jahre fertig sein, dann wird das jetzt schon sehr, sehr knapp. Und das heißt, die kommunale Wärmeplanung gibt mir da die Möglichkeiten, jetzt alle großen Hebel in Bewegung zu setzen, die ich brauche, um das umzusetzen. Transparenz gegenüber Anwohnern habe ich schon erwähnt. Und was auch sehr, sehr wichtig sein wird, in vielen, gerade kleineren Kommunen, so im Bereich von 10 bis 20.000 sehen wir es sehr häufig, es gibt kaum Strukturen für die Umsetzung. Bei 10 bis 20.000 Einwohnern habe ich ganz selten Stadtwerke da. Und wenn, dann sind es eher kleinere, die vielleicht gerade nur das Gas- und Stromnetz übernommen haben, die Konzession dafür, aber Wärmenetze sind es eher seltener. Und wenn ich mich entscheide, dass ich sage, für meine Kommune sind solche Prozesse, sind Wärmenetze geeignet, dann muss ich diese Strukturen aufbauen. Dann muss ich selber als Kommune überlegen, wie bekommen wir das hin, dass hier ein Akteur gibt, der das betreiben kann, der das umsetzen kann, der alle da mitnimmt. Und das wird an ganz vielen Prozessen sehr wichtiger Schritt sein, dass wir diese Strukturen aufbauen. Zum Abschluss jetzt nochmal drei ganz kurze Beispiele für kommunalen Wärmeplanung, einfach damit man eine Idee hat, was da am Ende da rauskommt und welchen Vorteil das hat. Das eine hat vorher schon gezeigt, das hier ist der Masterplan Wärme aus Freiburg, wo eben sehr klar ersichtlich draus ist, wo kommen Wärmenetze, wo kommen keine Wärmenetze. Damit gebe ich allen Leuten Planungssicherheit. Das ist sehr hilfreich und das geht auch weit über die Anwohner hinaus. Das geht ja bis hin zu Handwerksbetrieben oder eben auch die Wärmenetzbetreiber. Das heißt, alle wissen, was da kommt und was da passieren wird. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Das hier ist ein Beispiel aus TAM. Das ist ein Wärmenetz, wo wir dran beteiligt sind. Also nicht finanziell beteiligt, sondern in der Umsetzung beteiligt. Und hier wurde eine Ausbauplanung veröffentlicht, wirklich jahresgenau, wann welche Straße erschlossen wird. Natürlich unter einem Wirtschaftlichkeitsvorbehalt noch. Aber dass alle wissen, okay, dann und dann kommt das Wärmenetz, bekomme ich meine Heizung noch so lange über den Winter, über 5 Winter im Zweifelsfall, bis das Wärmenetz kommt, oder wie sieht das aus? Auch diese Ausbauplanung hat auch ermöglicht, dass man hier eben, weil man das ganz vom Ziel her gedacht hat, plötzlich Wärmequellen erwogen hat, die sonst gar nicht möglich wären, hätte man nur ein kleines Wärmenetz gedacht, sowas wie eben einen saisonalen Wärmespeicher, der sich nur lohnt ab einer gewissen Größe. Und hier das letzte Beispiel, das ich mitbringen will, ist der Energieplan aus Zürich. Und Zürich hat das schon vor einigen Jahren gemacht. Das hier ist jetzt die Version von 2017 und hier in den lilanen Bereichen wird gesagt, okay, da lohnt sich ein Wärmenetz aufzubauen. Und die haben in dem Zug, dass sie gesagt haben, hier lohnt sich ein Wärmenetz aufbauen, nicht nur gesagt, hier kommt das Wärmenetz, dann und dann, sondern die haben auch ganz konkret gesagt, und kurz danach wird das Gasnetz stillgelegt. Also da wird jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Oerlikon das Gasnetz stillgelegt, nachdem dort das Wärmenetz errichtet wurde. Sodass die Bewohner hatten da ausreichend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Es wird da auch, werden da auch Entschädigungen gezahlt für die Stilllegung von den Gasheizungen. Aber eben ganz klar, das Ganze geht Hand in Hand. Wenn wir die Wärmewende umstellen wollen, dann hat das eben auch Vorteile, Gasnetze hier stillzulegen. Dafür fehlt aktuell in Deutschland auch der gesetzliche Rahmen, um das wirklich machen zu können. Aber wir sehen eben in Nachbarländern, dass das schon heutige Praxis ist. Genau, so viel soweit von mir und jetzt sehr gerne nochmal Fragen. Ja, ganz vielen Dank. Ich habe hier auch einige Fragen gesammelt zu fast allen Stadien der Wärmeplanung. Beginnend mit der Bestandsanalyse, da geht es auch genau um dieses Thema Erdgasnetze. Und zwar fragt Kido Moon, ob bei der Bestandsanalyse auch berücksichtigt wurde, wie alt die Erdgasinfrastruktur ist und wie viel es kostet, sie zu warten und instand zu halten. Genau, also prinzipiell ist momentan in Baden-Württemberg, sind die Kommunen aktuell noch sehr, sehr frei, wie sie diese kommunale Wärmeplanung durchführen wollen. Es gibt den Leitfaden der KIR, der sehr sinnvoll ist und die meisten Planungsbüros halten sich auch dran. Aber mit solchen Details, das würde ich sagen, hängt dann von jedem Ort einzeln ab, ob sie das erheben oder nicht. Und das gehört sozusagen nicht zu den Daten, die abgegeben werden müssen. Natürlich kann es aber auch sinnvoll sein, wenn ich weiß, okay, da und da muss ich jetzt in den nächsten Jahren zeitnah das Erdgasnetz erneuern, dann ist es vielleicht sinnvoll, dort zuallererst das Wärmenetz zu bauen, wenn ich mich entscheide, das Erdgasnetz perspektivisch durch ein Wärmenetz zu ersetzen. Das heißt, das ist individuell zu entscheiden, ob das eine Rolle spielt, spätestens in der Wärmewendestrategie oder nicht, und dann entsprechend berücksichtigt werden kann.
Es gibt hier zwei Fragen zu dem Thema Zielszenarien und wie man dafür die Wirtschaftlichkeit eigentlich kalkuliert. Zum einen, also welche Kosten legt man da eigentlich zugrunde für die Energiekosten, sowohl also eben der herkömmlichen Wärmeversorgung als auch der zukünftigen Kosten, da sich hier einige Teilnehmer damit schwer tun, jetzt schon die, also auch nur für ein Jahr die Kosten vorherzusagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine große Herausforderung. In Baden-Württemberg wurde es teilweise so gelöst, dass die IKEA einen Technikkatalog rausgegeben hat. Das heißt, ein Katalog, in dem die verschiedenen Technologien, sowohl Investkosten wie auch Betriebskosten drinstehen und man sich daran orientieren kann. Und jetzt gerade, wenn man sowas wie Wasserstoff nimmt, importierter Wasserstoff, ist das halt etwas, was sich auf Studienergebnisse stützt. Wir sehen tatsächlich aber auch in der Praxis ganz häufig, dass man schon vorne dran, bevor man überhaupt zur Wirtschaftlichkeitsanalyse kommt, schon sieht, welche Technologien sinnvoll sind. Dass das auch ohne dezidierte Blick auf die Wirtschaftlichkeit entscheidbar ist, indem man eben schaut, okay, was sind auch sozial akzeptierte Lösungen? Also zum Beispiel in der dichten Innenstadtbebauung werden überall Wärmepumpen, also Luftwärmepumpen eher schlechter akzeptiert werden. Und dann entscheide ich mich vielleicht nur schon aus diesem Grund, hier ein Wärmenetz aufzubauen. Und ich kann eben recht sicher sein, wenn ich den Leuten diese Option anbiete, dass sie sich auch daran anschließen werden, weil das einfach die beste Option dann vor Ort ist. Und dann brauche ich da gar keine dezidierte Wirtschaftlichkeitsanalyse. Das ist auch immer ja ein bisschen eine Herangehensweise vom einzelnen Planungsbüro oder auch von der Stadt, worauf ich das aufbauen will. Es gab ein paar Fragen noch in der vorigen Runde zum Thema Wärmenetze. Wie entscheidet man eigentlich, wo ein Wärmenetz hinkommen soll? Da war einmal die Frage nach der notwendigen Dichte beziehungsweise Wärmeabnahme. Und dann gab es noch eine Frage zu dem Thema, wie weit dürfen die Erzeuger von den Verbrauchern entfernt sein? Gibt es da irgendwelche Faustregeln, wie man das bestimmen kann? Ja, genau, wo sich ein Wärmenetz lohnt. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man es dann wirklich offensichtlich sieht, ne? Also wenn dann ein Haus steht und das nächste kommt erst 500 Meter weiter, das ist wirklich offensichtlich. Aber ansonsten ist es erstaunlich, wo überall Wärmenetze wirtschaftlich realisiert wurden. Also es gibt gerade in Baden-Württemberg zum Beispiel die sogenannten Bioenergiedörfer, wo häufig zuerst eine Biogasanlage stand und dann wird da der Ort, der nebendran liegt, mit einem Wärmenetz erschlossen. Und wenn man sich da diese Karten mit Anschlussdichten anschaut, sieht man häufig, dass da nur jedes dritte, vierte Haus angeschlossen wurde und das schon in einem Ort, der relativ locker bebaut wurde. Warum ist das dort möglich? Naja, weil die Abwärme nahezu kostenlos zur Verfügung steht und weil der Tiefbau sehr günstig ist. Wenn ich beides nicht habe, dann wird ein Wärmenetz natürlich wesentlich teurer. Trotzdem lohnt es sich dann, wenn die Wärmeabnahme ausreichend groß ist. Das heißt, ich muss das immer im Einzelfall schauen. Ich muss schauen, was sind die Interessen dabei. Sind die Akteure, die dieses Wärmenetz errichten, streben den Gewinn an? Wie hoch soll dieser Gewinn sein? Also Kapitalrendite spielt da auch eine sehr große Rolle drin, gerade auch Richtung Wärmedämmung. Ist das wirklich auch ein relevanter Parameter, was da die Gewinnerwartungen sind? Und abhängig davon wird das entschieden. Zur Distanz, an und für sich hängt das auch wieder von der Wärmemenge ab, die abgenommen wird. Und natürlich auch vom, wie teuer ist die Wärmequelle. Also zum Beispiel aktuell vom Großkraftwerk Mannheim geht ein Wärmenetz rüber bis nach Heidelberg. Ich weiß nicht, das dürften so 30 Kilometer sein. Das ist möglich, weil aktuell steht diese Abwärme kostenlos zur Verfügung aus diesem Großkraftwerk Mannheim, dem Steinkohlekraftwerk dort. Wenn diese Wärme nicht mehr kostenlos zur Verfügung steht, hätte ganz sicher niemand dieses Wärmenetz so gebaut. Und es wird auch die spannende Frage sein, wie dieses Wärmenetz in Zukunft klimaneutral betrieben wird, weil es eben eine große Herausforderung ist, weil es punktförmig rausgeht. Und so kann man diese Aussage mit der Distanz leider auch nicht ganz pauschal beantworten. Es gab hier mehrere Fragen zum Thema Anschluss- und Benutzungszwang. Zum einen die Frage, ist es überhaupt möglich, das zu machen? Und die zweite Frage ist nach der Einschätzung. Also wie sollte man das bewerten? Ist es besser, wenn Eigentümer das selber entscheiden können? Das ist eine hochpolitische Frage. Also die meisten sagen, dass es nicht gut ist, aus politischer Sicht, weil die Leute sich zu etwas gezwungen fühlen. Es gibt in Baden-Württemberg ein klassisches Gegenbeispiel, das ist Schwäbisch Hall. Die machen das seit Jahren und die haben damit keinerlei Probleme und haben diesen Anschluss- und Benutzungszwang im Bestandsgebiet und sagen eigentlich nur positive Erfahrungen damit und die Leute sind da komplett offen dazu. Das heißt, ich glaube, es ist ganz groß die Frage,
zum einen, wie steht die Politik, die Verwaltung selbst dazu und auch, wie kommuniziere ich das an die BürgerInnen? Und meine Einschätzung ist eigentlich, dass sich in Zukunft alle an ein Wärmenetz anschließen, wenn sie ein Wärmenetz zur Verfügung haben. Das heißt, vielleicht stellt sich diese Frage auch gar nicht mehr so. Oder es gibt jetzt auch erste Anzeichen, dass der Bund je nach dem Förderprogramm so bereit ist anzupassen, dass ich eher in Wärmenetzeignungsgebieten höhere Förderung für den Wärmenetzanschluss bekommen würde, aber niedrigere Förderung für eine Wärmepumpe. Das heißt, da müssen wir mal schauen. Aber im Zweifelsfall, wenn der Gemeinderat sagt, boah, Wärmenetz ist uns wirtschaftlich total unsicher, wer weiß schon, ob sich da jemand anschließt, ja, dann würde ich das auf jeden Fall als Thema reinbringen und sagen, ja, okay, dann seid ihr sicher, dass sich die Leute anschließen. Gibt es davon positive Beispiele, wo das gut gelaufen ist, aus eurer Erfahrung? Also Schwäbisch Hall eben auf jeden Fall. Und zum, wie das geregelt wird, das ist an und für sich über das Baugesetzbuch ganz normal der Paragraph, wo auch Anschluss- und Benutzungszwang für Wasserversorgung ist oder Abwasser und so weiter. Ne? Da haben wir ja auch einen Anschluss- und Benutzungszwang. Und das ist in Baden-Württemberg genau derselbe Paragraph, ist aber Landesgesetz, daher kann ich nicht ganz pauschal sagen. Und die aktuelle Debatte in Baden-Württemberg zu dem Thema ist eher so, wollen wir es nochmal explizit erlauben, damit endlich sonst noch jemand außer Schwäbisch Hall davon auch Gebrauch macht, weil es ist tatsächlich erlaubt. Ja, es war hier noch eine Frage dazu, wie man am besten in Neubaugebieten vorgeht. Also welche Effizienz man da annimmt. Geht man da von vornherein von einer dezentralen Wärmeversorgung aus oder sollte man hier auch eine zentrale Wärmeversorgung planen? Gibt es dafür Grundregeln? Ich glaube, was so eine Grundregel ist, ist erstmal die Häuser so gut gedämmt bauen wie möglich. Also ich glaube, in aktueller Zeit tut es niemand bereuen, dass sein Haus mal gut gedämmt hat oder mit einem guten energetischen Standard gebaut hat. Und leider ist ja das Effizienzhaus 55, was jetzt ab 23 kommen soll, nur ein Primärenergieeffizienzhaus 55. Das heißt, der harte Strichwert, die Gebäudehülle wurde nicht verbessert. Das heißt, wir haben jetzt wieder den alten Standard der Gebäudehülle, was gesetzlich Vorschrift ist und keinerlei Förderanreiz für ein besseres zu machen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass auch in Bebauungsplänen oder über die Kaufverträge zu regeln, dass da wirklich möglichst gute Gebäudehüllen hingestellt werden. Weil, ja, die hat man dann. Niemand wird sein Haus in den nächsten 20, 30 Jahren sanieren, wenn er jetzt da einen Neubau hinstellt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann hängt es natürlich so ein bisschen vom Gebiet ab. Also wenn ich jetzt das Einfamilienhaussiedlung habe, spricht aus meiner Sicht nicht unbedingt noch groß viel dafür, da ein Wärmenetz reinzulegen, weil das können wir eben auch gut über Luftwärmepumpen machen. Die plane ich von Anfang an mit ein. Ich lege das Stromnetz von Anfang an darauf aus und die Gebäude haben kaum eine Wärmeabnahme. Trotzdem ist es teilweise immer noch wirtschaftlich, das dort ein Wärmenetz zu machen, weil einfach die Erschließungskosten zu gering sind, wenn ich das Gebiet sowieso neu erschließe. Und wenn ich dort ein Wärmenetz mache, wäre mir ganz wichtig, dass man es immer als Impuls nutzt, um in den Bestand reinzugehen. Weil das wirkliche Problem mit Klimaneutralität im Gebäudebereich haben wir im Bestand und nicht im Neubau. Den Neubau kriegen wir auf jeden Fall klimaneutral hin, wenn wir mal die grauen Emissionen beim Bauen vernachlässigen. Aber den Bestand, das ist die wirkliche Herausforderung. Und das heißt, wenn ich diese Diskussion über ein Wärmenetz führe, dann auf jeden Fall auch vom Neubau in den Bestand rein. Und diese Voraussetzung muss dann eigentlich auch das Wärmenetz mitbringen, dass damit wirklich auch der Bestand geheizt werden kann. Ich würde gerne schon mal die Gelegenheit nutzen, um auf den nächsten Teil dieses Grundkurses aufmerksam zu machen. Und zwar nächste Woche am Dienstag machen wir noch mal eine Einheit zum Thema Akteure für die Umsetzung, Wirtschaftlichkeitsaspekte und Beispiele. Und wir würden eigentlich darum bitten, an dieser Stelle vielleicht schon mal Fragen, die wir da berücksichtigen sollen, in den Chat zu schreiben, damit wir das aufgreifen können. Also, dass wir das jetzt schon mal aufrufen, bevor wir jetzt hier die letzten Fragen dieser Runde adressieren. Ich würde jetzt gerne so ziemlich zum Schluss nochmal die Frage stellen, wo kann man sich denn Hilfe suchen? Also wer hilft Kommunen bei der Erstellung der Wärmeplanung, bei allen Schritten von der Bestandsanalyse bis zum Zielszenario? Was können Kommunen, vielleicht auch kleinere Kommunen speziell da machen? Genau, als Prinzip ist das eine Ingenieursdienstleistung. Das heißt, Planungsbüros machen das ganz häufig. Planungsbüros, die bisher Quartierskonzepte gemacht haben oder Stadtentwicklungskonzepte mit Fokus auf den Wärmebereich, Klimaschutzkonzepte. Solche Akteure können prinzipiell die kommunale Wärmeplanung durchführen.
Hier in Baden-Württemberg haben wir das große Glück, dass wir viele regionale Energieagenturen haben. Und diese regionale Energieagenturen sind immer nur so für ein, zwei Landkreise zuständig. Und die haben jetzt hier eben den Auftrag vom Land, die Kommunen zu unterstützen. Bundesweit gibt es da vor allem das KWW Halle, das Kompetenzzentrum Wärmewende in Halle von der DINA, die eben auch da unterstützen soll. Das ist aber natürlich eine wahnsinnig große Aufgabe. Dort ist eine Einrichtung, die für ganz Deutschland zuständig ist. Und daher können die nicht diese Prozesse einzeln begleiten, aber sie versuchen eben Informationen zur Verfügung zu stellen. Und auch in vielen anderen Ländern gibt es teilweise regionale Energieagenturen. Und inzwischen doch, glaube ich, in den meisten Bundesländern gibt es Landesenergieagenturen, die einfach diesen Prozess begleiten können im Sinne von Wissen, dass sich eben erstmal auch die Mitarbeitenden in der Stadt qualifizieren können, sich mit diesem Thema auseinandersetzen können, dass sie auch wirklich das gegenüber den Planungsbüros einfordern können, was für ihre Stadt am besten ist. Weil das ist schon ein Risiko, was wir einfach auch in unserer täglichen Arbeit sehen. Wenn Kommunen sich mit diesem Thema noch gar nicht auskennen, dann fällt es recht schwer, gegenüber dem Planungsbüro auch zu sagen, was will man überhaupt, wo soll überhaupt die Reise hingehen. Und da sind aus unserer Sicht solche Akteure wie wir eben sehr hilfreich, überhaupt diese Informationen zu geben. Genau, und ansonsten lohnt es sich ganz sicher einfach auch mal 4, 5 kommunale Wärmeplanungen anzuschauen von Kommunen. Aus Baden-Württemberg kommen jetzt langsam die ersten Wärmepläne, die fertig werden. Und wenn man sich da einfach mal solche Wärmepläne durchblättert, bekommt man auch schon ganz viele Ideen, wohin die Reise für die eigene Kommune gehen kann. Ich habe hier noch eine Frage zur Bundesförderung effiziente Wärmenetze, die ja jetzt gerade neu nochmal aufgelegt worden ist. Ab dem 15. September gilt das ja und löst das Programm Wärmenetze 4.0 ab. Und es wundert sich hier jemand darüber, dass im BEW teilweise auch Netze mit 100% fester Biomasse gefördert werden. Wie passt das denn zu der Einschätzung, dass Biomasse in erster Linie für die stoffliche Verwertung genutzt werden sollte? Das ist quasi genau das, was vorher so ein bisschen diskutiert wurde. Das ist erlaubt nur bei Netzen, die kleiner 20 Kilometer Netzlänge haben. Und wenn wir jetzt von einem Wärmenetz reden, das den ganzen Ort erschließt, sind 20 Kilometer gar nicht mehr so viel. Da werde ich wahrscheinlich schon mit meiner 10.000 Einwohnerstadt schnell darüber liegen. Und sobald ab 20 Kilometer gibt es einen Grenzwert, ab 50 Kilometer gibt es einen wesentlich strengeren Grenzwert. Ich glaube, waren noch so 15-20% dann im klimaneutralen Fall, was Biomasse in Ordnung ist. Und ich glaube, da hinten dran steckt zum einen die Fragestellung, kriegen wir eben überhaupt diese Biomasse aus diesen sehr kleinen Siedlungen, die dort anfallen, die Reststoffe überhaupt sinnvoll raus? Kriegen wir die da wirklich verwertet in der chemischen Industrie? Für mich eine unbeantwortete Frage, weil da am Ende ja Wirtschaftlichkeit leider eine große Rolle spielt und wir importieren leider auch schon heute Biomasse aus anderen Ländern, weil es halt günstiger ist, wie eigene Biomasse Reststoffe zu verwenden. Und das andere ist natürlich, die Frage, wie geht man mit diesen bestehenden Wärmenetzen um? Wie geht man damit um, wenn in einem kleinen Dorf die Biogasanlage ist und die würde jetzt gern das Wärmenetz weiter ausbauen? Tut man da wirklich einen Stopp reinsetzen? Oder sagt man halt, ja, okay, das geht auch weiterhin? Und man muss ja auch tatsächlich sagen, wenn die nicht übers BEW gefördert werden würden, könnten sie sich auch weiterhin übers KWKG in den meisten Fällen fördern lassen. Das heißt, so einen großen Unterschied macht das nichts und man muss da auch nochmal ganz genau in die Details reingehen. Weil gerade bei den gasförmigen Biomassen, da geht es auch da wirklich um das Genehmigungsdatum der Anlage, dass das teilweise vor der Veröffentlichung von dem BEW sein muss. Das heißt, das ist auch nicht ganz so pauschal, wie es auf den ersten Blick wirkt. Wie sieht das denn überhaupt aus mit der Transformation von Wärmenetzen, die es schon gibt? Also soweit ich das mit nachvollzogen habe, wird es ja auch möglich sein, die Vorgabe 65% erneuerbare Wärme in der Wärmeversorgung zu haben, ab 2024 sich an ein Wärmenetz anschließen zu lassen. Einfach so, ohne dass weitere Aussagen darüber getroffen werden, wie dieses Netz eigentlich tatsächlich versorgt wird und perspektivisch wird dann eben auf die Transformation der Wärmenetze gesetzt, also dass sie Schritt für Schritt auch in Richtung Dekarbonisierung umgebaut werden. Wie sieht denn das damit aus? Ist das ein praktikabler Weg? Genau, also ich glaube,
da muss man sich einfach dessen bewusst werden, welche Rolle diese Wärmenetze spielen werden. Mit den Wärmenetzen bekomme ich eben auch weiterhin in dichte Siedlungen Energie rein. Ich habe dazu kaum eine andere Option, also Stromnetze natürlich, aber die Stromnetze haben dann eben eine sehr hohe Gleichzeitigkeit, wenn ich von Wärmepumpen rede, was sehr belastend ist. Das heißt, eine große Siedlung, wo alle Wärmepumpen bei minus 12 Grad gleichzeitig anspringen, hat ein gewisses Problem. Mit dem Wärmenetz kann ich das da viel einfacher umgehen. Ich baue einfach einen großen Wärmespeicher hin. Dann kriege ich diese Spitze schon gepuffert. Oder ich baue meinen zusätzlichen Spitzenlastkessel hin, der sei es mit Gas oder Holzmasse. Also das heißt, diese Wärmenetze haben dann einen sehr großen Vorteil und genau aus dieser Perspektive heraus werden die gefördert. Und ich glaube, was jetzt tatsächlich noch fehlt, ist, wenn man sagt, okay, die erfüllen die 65% der IEE auf jeden Fall. Also es wird bis hin zu diskutiert, dass die Anforderungen für eine Förderung, für den Anschluss an Wärmenetz komplett gestrichen werden sollen, dass ich mich, egal an welches Wärmenetz ich mich anschließe, ich Fördergelder dafür bekomme. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, müssen wir auch viel mehr noch darüber reden, wie die Wärmenetze in den nächsten Jahren zwingend dekarbonisiert werden müssen. Weil bisher ist das eigentlich alles freiwillig und die werden nicht verpflichtet. Aber wenn ich das so sehr fördere, dass die Privaten da hingehen, was ich auch für sehr sinnvoll halte und notwendig, dann müssen da, glaube ich, auch die Anforderungen kommen. Zum Teil kommen die Anforderungen schon von selbst, dadurch, dass wir jetzt einen Kohleausstieg haben, der wahrscheinlich in 2030 abgeschlossen sein wird. Zumindest sollte ich mich als Wärmenetzbetreiber nicht mehr darauf verlassen, dass ich dann noch Wärme aus dem Kohlekraftwerk bekomme. Und auch bei den Gaskraftwerken werden wir einfach andere Benutzungsszenarien sehen, sodass da die Abwärme immer weniger wird. Und das heißt, das ist so eine spannende Frage, wird sich die Branche alleine komplett dahin bewegen, dass sie klimaneutrale Wärmenetze aufbaut oder braucht es da wirklich nochmal gesetzliche Vorgaben? Aber ich glaube, die Richtung ist ganz klar, wo es die Reise hingeht. Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke, wir biegen jetzt hier auf die Zielgerade dieses Grundkurses des ersten Teils ein. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für das Interesse, für die aktive Teilnahme und besonders möchte ich der Lea Ludwigsburg danken, Raphael Grusig und Steffen Petruch für die tolle Betreuung und den kompetenten Vortrag, sehr informativen Vortrag. Von daher noch einmal vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, die nächste Woche wiederzusehen. Haben Sie einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald.